So. Okay, ich habe ihn einen Ticken leiser gemacht. Jetzt sollte es passen. Aber lieber Plätze, sag's mir, wenn nicht. Später habe ich mehr Arbeit, das zu korrigieren. Eben, das lieber Also einfach jetzt. meckern. Immer meckern. Mecker, mecker, mecker. Gerechtfertigtes Meckern. Eben. Ach du Kiki. So. So. Ich merke jetzt, dass die Kiste ist voll. Stimmt, wir hatten ja ein Holzproblem. Ach, bist du schon da? Ich warte Ja, nämlich nee, noch. ich Ach laufe so, schon ich durch die Gegend. bin. Mei, ich bin noch im Menü und warte. Ich Witzbold. warte ja auch, bis ich Witzbold! selber witzblöde. Ich warte ja auch noch, ich will ja noch, ich will ja nicht unterhalb der Aufnahme das Bündel fertig machen. Ja, okay. Soll ich begrüßen schon? Ja, mach mal. Hau rein. Moin. Ja, warte mal. Warte mal. Ich lasse Was nebenbei war schon alles meins? mitlaufen. Passt. Oh, ich habe mein Bett gegossen. Nein, mein Vorhang. Egal. Mein Teppich. Egal. Das ist halt das. So. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroschieber und spiele zusammen mit dem Sushi Lion, Shush Boy, moin. Stardew Valley. Und ich habe gerade meinen Teppich gegossen aus Versehen. Aber macht nichts. Das passiert jedem Mal, ne? Das passiert jedem Mal. Das ist was Eben. ganz Normales und Natürliches. Ich meine, ne, das sind diese Träume, wo man träumt, man geht auf Toilette und du bist gar nicht auf Toilette. Genau. Und dann ist halt das Bett nass, ne? Ja. Ist ja ganz normal. Ich spreche nicht aus Erfahrung, nein. Nee, 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 nee. Das ist so. Das habe ich gehört. Dass das manchmal so passieren kann. Ist jetzt wieder, warte mal. Hatten wir nicht einen Cliffhanger? Wir hatten eine Menge Cliffhanger. Ich habe vergessen, was. Ich kann jetzt gleich ein Dings fertig machen. Ein Ah, Bündel. okay. Und Ja, war nicht noch das. eine Veranstaltung oder so? Warte. Ich weiß nicht. Aber schön ist es hier, du. Schön haben wir es hier. Okay. Oh, hier brauche ich eine Sense. Op, op, op. So, dann machen Sehr wir nochmal. schön. Weil ich hab mir von Hohl spoilern lassen, was wir von dem Bündel kriegen, wo ich jetzt fertig mache. Aber Und das steht das. eh immer drunter, ne? Er meinte ja. Also von daher ist das irgendwo. Ist das eigentlich kein Spoiler? Aber ich habe es Ach. erst auch nicht gesehen. Es ist mir Ja, erst das letztens steht da mal wirklich aufgefallen. drunter. Ja. So Jetzt, doof. wenn man da mal, ne, Entfernung des glitzernden Felsens, ja, man merkt, dass die wichtigsten Dinger. Wenn wir das hier haben, kriegen wir ein Freundschaftsherz. Okay, ist cool. Der Ein Tresor? Ja, Freundschaftsherz. keine Ahnung. Stimmt, Toll. wenn wir den Tresor fertig machen, sollten wir einfach mal 10.000 und 25.000 Gold haben, können wir den Bus reparieren. Yay. Und damit kriegen wir irgendwie ein ganzes. Ganz neues Gebiet irgendwie, ne? Ei. Saugeil. Oh, out of water. Aber hier So. ist ja ganz viel. Perfekt. Bündel Shiva wird alt, inkontinent. was? Wieso? Ach, Inkontinenz. Ich habe nicht von mir gesprochen. Ein Schmelzofen Na, for free. hier. Außerdem bin ich alt, das wisst So. ihr Jetzt brauche ich nur noch ja. Ich werde nicht alt. einmal rotes Quarz. Dafür gehe ich jetzt in die Mine. Und prügel Okay. mich wieder mit Zeug. Sorry. Wieder gesund Ja, oder? jetzt Ja? ist wieder alles tüti. Ah, sehr schön. Das ist halt das Gute, wenn du, ja. Was? Ist ein Gedanken versunken? Digga. Was? Demetrius ist total zoned gewesen. Aha. Was hat denn der genommen? Hat er die Eine. Pilze gegessen, die ich hier angepflanzt habe? Gut möglich. Oh, das sollte er nicht machen. Die Frage, wo Hallo will Abby, Katze. wo will Abigail hin? Die frisst bestimmt wieder irgendwo Steine. Nee, wo. Ich folge ihr mal ganz kurz. Ich bin jetzt mal neugierig. Das letzte Mal wurde ich ja aufgehalten. Ob die wohl mit jemand anderem anbandeln, wenn man nicht innerhalb von den ersten 3 Jahren oder so mit denen zusammenkommt? Geht die ins Schwimmbad? Fuck, ich geh mit. Die geht ins Schwimmbad? Ei. Und nee, nicht mal. Die ist hier. Die Hä? geht zur Bahn? Wieso geht keiner ins Schwimmbad? Warte. Wieso steht sie jetzt hier am Bahnsteig? Hä? Kommt dann Zug? Nee, Oh, sie steht Katze. ja nicht mal an der Bahn, sie steht am Bahnsteig. Hä?
Also auf den Gleisen? Nee. Nee, vor den Gleisen. Davor. Sie steht einfach hier und wartet. Also kein Selbstmordgedanke bei ihr. Ich hoffe doch. Ich kann nicht in den Tunnel. Ich komm mal rum. Ich bin fertig für heute mit dem Hof. Ich komm mal rum. Irgendwann ist sie bestimmt älter als ich. And she's gone. What the fuck? Okay. Ist sie jetzt wieder zurückgegangen? Was? Ich bin hier nur ist sie. Wo? Die ist zurückgegangen. Ach so, die ist... Die geht gerade zu dem Penner. Darling, what are you doing? Ich gehe in die Mine. Ich muss Zeit und so. Okay. Wir haben Montag. Ich muss dem Sam noch Geschenke machen. Na, ich habe schon hier Dings bei ihr jetzt. Hast du dir wieder einen Stein geschenkt? Ja, fand sie, glaube ich, lecker. Ja, super. Ich hinterfrage es zwar immer noch, aber es gibt Merkwürdigeres. Ja. Vielleicht musst du mal probieren. Vielleicht ist der gar nicht so hart. Eben, vielleicht sind die eigentlich total Knöfte. Hm. Skeleton. Oh, was gibt's hier? Schleimleger zum Erlegen von 4 Frostgelees. Ah. Nehmen wir mal an. So, ich brauche Cola. Für den Sam. Ach ja, der will ja immer Cola trinken. Ja. So, dann nehmen wir gleich 2 Stück. Perfekt. Das ist... Hallo, Orakel. Ja, das ist kein rotes Quarz, oder? Also nicht das, was ich brauche. Ah. Nimm einfach alles mit. Oh, die ja, Musik war abrupt muss ich weg sowieso. Gerade. Ja, immer. Oh, so langsam könnte ich noch einen Slot gebrauchen für den Rucksack. 10.000 war der, ne? Der Rucksack Level 3. Ja. Aber gut, es ist auch ein gutes Ding. Also drei Reihen einfach mal an Items haben. Mhm, das ist richtig gut. Wo ist denn der Sam? Der ist nicht da. Was haben wir gerade? Sommer, gell? Ja. Noch ja. Jade. Zum kompletten Tag halt den blöden Sam suchen. Ich sollte in die Mine gehen, das ist, glaube ich, besser. Muss mal gucken, also so die Tagesabläufe von den Leuten lernen ist gar nicht mal so unkompliziert. Ah, machen die immer das Gleiche? Ja, jeder hat halt so seinen eigenen Tagesrhythmus, so wie ich das verstanden habe. Okay, ich dachte, die laufen einfach immer nur irgendwo in der Gegend rum. Nee, jeder hat so seinen eigenen Rhythmus. Okay. Zum Beispiel einige sind jeden Freitag in der Bar oder machen sonst irgendwas. Okay. Du stehst ja hier ganz töfte, mein lieber Skelettfreund. Ich hab ihn gefunden. Ich hab. Oh, da passiert was mit dem Sam. Hm? Ich hab ein Video. Oh, hi, Eroshiva. Ich wollte mir nur gerade einen Snack holen. Deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Warte, für dich ist sicher auch was da. Oh, der macht mir einen Snack. Nein! Er hat's auf den Boden geschmissen. Was ein Held? Das war ein Ei und jetzt ist alles am Boden. Oh nein, was für eine Sauerei. Was jetzt kommt die Mutter. Eigentlich? Jetzt kommt die Mutter. Was war das für ein Geräusch? Schock. Schock dein System. Du lieber Himmel, was ist denn hier passiert? Die ganze Sauerei auf dem Boden und ich hab gerade gewischt. Oh Gott, so eine. Sag's ihr, Eroshiva. Okay, was sag ich? Sam hat den Snack fallen gelassen, als er ihn mir geben wollte. Sam hat mir den Snack gegeben und ich habe ihn fallen gelassen. Sam hat ihn absichtlich fallen gelassen. Er dachte, das wäre lustig. Ich nehme es mal auf mich. Anscheinend ist die Mutter ein bisschen fies. Und ich kann ja wieder gehen. Er muss da bleiben. Ja, er muss da wohnen, also. Ja. Ja, genau so war das. Mhm. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Eroshiva. Das ist kein Problem. Gar kein Problem. Alles in Ordnung. Tut mir leid, Mutter. Ich mach schon sauber. Ja, mein Engelchen. Danke. Eieiei.
auch eine Treppe. Oh, jetzt kriegt er noch eine Cola von mir. Mann, der hat ja einen richtig guten Tag. Ja. Oh ja, ein neuer Freund. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde, Freunde. Oh, das sind gute Schuhe. Sehr gut. Stiefel können selbst über heißes Magma widerstehen. Wait, what? Ja, doch ein guter Tag. Dann gehe ich jetzt heim. Heißes Lava? Magma? Wow. Du würdest eine gute Mutter abgeben. Ja, total! Was sind das denn für... Wow! Was seid ihr denn für Wuga-Menschen? Alles okay? Ich hab... keine Ahnung. Auf einmal habe ich hier... werde ich von solchen Wuga-Menschen angegriffen. Wuga. Schattenessenz, okay. Und die heilen sich. Vielleicht komme ich morgen mit. Heil dich, ich bin mal weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, ja, Dancing Dragon, vielen Dank für den Sub. What the fuck? Wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Alter, das kannst du so nicht sagen. Weißt du, ich will Hast du nie Monkey Island gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Witzigerweise, ich hab's nicht so mit Point-and-Click-Adventures, aber ich würde gerne mal irgendwann Deponia spielen, to be honest. Ich auch. Ich wollte nur gucken, was da in dieser Etage jetzt drin ist, und auf einmal kommen da diese Wuga-Menschen und schießen irgendwelche Projektile auf mich. Oh Gott, die schießen auch noch, na schön. Warte mal, ist das normales Erz? Ich glaube, dann komme ich morgen mit. Ja, das ist normales Erz. Wahrscheinlich finde ich morgen dann auch da unten endlich mal rotes Quarz, wo ich die ganze Zeit brauche. Dann können wir uns endlich mal ein bisschen schneller fortbewegen in der Stadt. Mhm. Auf Pironi. Du findest sicher auch noch jemanden, der mit dir spielt. Ich kämpfe wie eine Kuh. Ich bin eine Kuh. Kann ich jetzt nach Hause? Ach so, nee, das wollte ich gar nicht. Es wird spät. Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Alles okay. Hab ich ja schon begriffen. Ist ja gut. Chill deine Zone. Um Punkt 12. Oh, ich bin so müde. Oh Gott. Ich schaff's nicht mehr. Das ist eine gefrorene Geode. Dann brauche ich 2 Stunden nach Hause. Ich verkaufe mal ein bisschen Eisen oder so. Ich habe schon wieder 78 davon. Ich kann auch mal weg. Bin im Bett. Ich auch gleich. Wollte gerade sagen, nein, noch nicht. Nochmal schnell Sachen anzünden. Und pack die Torte weg, so. Hallo Scarface. Ja, Mensch, Leute, ich weiß doch, dass hier JoJo Part 5 confirmed wurde. Ich habe nur nichts gesagt, weil ich noch nicht, ich warte noch, bis Trailer kommen, damit ich richtig Hype sein kann. Hofarbeit Stufe 5, wähle einen Beruf. Was? Oh, shit. Oh nein. Viehzüchter, tierische Produkte sind 20% mehr wert, Ackerbauer, Nutzpflanzen sind 10% mehr wert. Ich glaube, ich bin ein Ackerbauer, oder? Ich glaube, da haben wir mehr. Blöder Ackerbauer. Ich glaube schon, oder? Das Nutzpflanzen sind 10% mehr wert, ist besser. Kommst du vor allem mehr ran als ja. An Tiere? Und da mache ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. So ein paar Viecher will ich schon noch haben, aber so viel, dass der jetzt so viel das bringt, dass wir so viele Viecher haben. Nee, was? Komm, ich bin ein Ackerbauer. Fun Fact über Abigail. Ihre Mutter hat ihren Vater Pierre, ach was, okay, mit dem Zauberer betrogen. Und Abigail ist dabei, oh mein Gott, das würde so einiges erklären. Sie ist wirklich ein Steinbeißer. Ja, macht auch nix. Still like her. Let's go to work. So, warte mal, ich hab doch Fernsehen? Jetzt... Wetterbericht? Code zu 5, Lieblingsquelle, bla bla. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Okay. Ah, hallo, guten Morgen. Moin. Moin. Erstmal zu den Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Ah, habt ihr wieder Eier gegeben? Fein. Oh, ich muss Futter kaufen gehen, schnell.
Munition. Also ich gieße hier alles und kaufe Futter und dann komme ich in die Mine. Hi. Perfekt. Also mein Tagesrhythmus sieht sowieso immer so aus. Ich gehe vorher mal zu Abigail, rede mit ihr und dann, ja, meistens gehe ich dann Dinge tun. Dinge tun. Ich habe Radieschen. Brauchen wir die für ein Bündel? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich weiß leider nicht alle Bündel auswendig. Nicht? Wieso nicht? Man soll es kaum glauben, aber... Jetzt setz dich hin und lern das auswendig. Okay. Vor allem weg. Stream off. Stream ist off. Hast du gesagt, ich soll lernen? Ich soll doch lernen! Du hast gesagt, geh lernen! Nee, es ist recht. Das Gute ist, in der Höhle, wo wir jetzt kommen, habe ich gesehen, droppen die Erze Gold. Oh, ergo, wenn ich jetzt Gold herstellen kann, so schon nahezu for free. Uiuiui, da knallt das aber im Portemonnaie. Money. Tanz der Mondlichtquallen ist jetzt am Wochenende. Ah, cool. Klingt hier ist alles fertig. Das ganze Eisen. Hey Shane, du Dickbutt. Du scheiß Einzelhändler. Oh, ich sollte noch eine Kiste machen. Das Schöne ist, wir können Leute ja wirklich mit der Schleuder beschießen. Und das gefällt denen dann tatsächlich nicht. Kriegt man dann Minusherzen? Ich glaube ja. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mal wen mit der Schleuder getroffen gehabt. Oh, wie gut. Das brauche ich nicht. Das verkaufe ich. Das kann da rein. Achso, die Radieschen nehme ich mal noch mit. Okay, sonst. Beziehungsweise ich schau mal kurz. Bündelmäßig. Durch den Platzmangel ist, glaube ich, Ackerbau besser. Ja, ich glaube auch. Mhm. Diese Doppelbohrerei bei manchen. Ich meine, zumal mit dem Ackerbau kommst du ja auch gut an Geld. Also, so ist es ja nicht. Mhm. Ah, Radieschen. Zum Beispiel, ich habe langsam das Gefühl, mit Minenarbeit auf dem Level, wo wir jetzt sind, gibt das einfach mal mega Cash. Mhm. Ich meine, ich habe immer noch so viel Eisen, wo ich einschmelzen kann. Komm auch gleich, ich gehe nur kurz noch ab wegen den Radieseln. Ich gebe einfach den Damen immer hier so die Blumen, die ich überall finde. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Die meisten freuen sich, gell? Ja. Nur die Mutter vom Sam, die mag das gar nicht. Oha. Die sagt dann irgendwie, das ist Unkraut oder keine Ahnung. Blumen sind für mich Unkraut? Ich gehe schon mal vor. Ja. Nee, ich glaube, die Radieschen kann ich gar nicht irgendwo da reintun. Okay, dann verkaufe ich die schnell. Also das Eisenerz packe ich mal. Ich packe mal generell alles, was ich so an Erzen habe, jetzt erstmal in die Truhe. So. Einfach, damit ich mehr looten kann. Ja, ich habe hier auch noch was in die Truhe gepackt. Ich kaufe jetzt ganz schnell das Futter, weil sonst haben die nichts und dann komme ich. Oh Gott, noch mehr Wuga-Männer. Ach, du Heiliger. Oh Gottes Willen. Was ist das denn? Okay. Blumen machen Dreck. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Oh mein Gott, haben die viel Schaden gemacht. Bist du tot? Nee, aber knapp 50% Leben weg. Für heute geschlossen. Das gibt's doch nicht. Dienstag, ja, gut. Der andere hat Mittwoch zu. Ja, ich komm hoch. Also wenn du, nimm auf jeden Fall die Truhe mit. Da sind Schuhe drin, wo ziemlich gut sind. Was ist das? Ist das normaler? Ach so, dass ich nochmal oben in die Truhe gucke. Nein, nicht oben in die Truhe. Ich meine hier in die Truhe, wo die du hier auf Stufe 80 kriegst. Ah, okay. So, Sam ist erledigt. Also, er hat seine Geschenke bekommen für die Woche. Vor allem, wenn wir nachher so viel Gold haben, dass wir das verkaufen können. Alter Verwalter. Mhm. Okay, hier will mich diesmal nichts umbringen. Keine Wuga-Menschen. Wuga. Ja, bin gleich da. Ja, ich hab schon so... Ich bin jetzt bei 83, bin ich jetzt. Oh, Wuga-Menschen. Hast du eine Notfalltreppe dabei? Nee,
Oh, ihr steht ja jetzt richtig scheiße. Habe ich das mal gesagt? Wisst ihr was? Ich spreng euch in die Luft. Was wollt ihr dann machen, ne? Scheiße, ich spreng mich jetzt selber in die Luft. Tue ich nicht wahr? Das ist doch eine Idee, Firo. Mensch. Schieb's dir sonst wohin. Ich will die jetzt sehen. Ich bin gleich da. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir gleich noch einen. So, ich gehe erstmal auf die 80, ne? Ah, ja. Ich kann eh nur auf die 80. Also ist eben, weiter sind wir noch gar nicht, also. Feuerwandlerstiefel, wie cool. Alter. Eine Bleirute, geil. Ich habe nochmal eine derbe Keule. Ich habe auch eine Bleirute. Oh, hier kann man ja voll viel noch abpacken. Oh, nee. Die roten Steine sind normale Steine. Eben, das sind jetzt die normalen Steine in der Ebene hier. Ah, okay. Okay. Ich pflanze jetzt, hallo, ich pflanze jetzt auch nichts mehr an, weil Ende vom Sommer schon. Ups. Bumm. Wie gesagt, pass bloß auf. Ja. Aber hier ist... Oh doch, da ist was. Smartische Scherbe. Alter, ich habe einen Regenbogenstein gefunden. Wie die aussehen, wie so Voodoo-Männer. Hast du hier einen? Gold! Hier da hinten. Ja, und ein Bomberman. Die meine ich nicht mal. Ach so. Aber erst die hier, die heilen die sich. Die schießen ja. Ja, die schießen. Das sind Wooga-Menschen, die sich heilen und schießen. Oh Gott. Und der eine hat eine Krabbe gedroppt. What? Auf einmal sind Minen super merkwürdig geworden. Ja, nicht mehr so wie früher in den guten alten Zeiten. Kannst du schon mit dem Bus fahren? Nee, das können wir erst. Dafür brauchen wir noch 35.000 Gold. Ja. Also, bis wir das machen können, das dauert noch. Nee, Bus war doch nicht mit Gold, oder? Doch. War Bus mit Gold? Doch, Bus war Gold. Oh. Okay, aber immerhin haben wir jetzt schon den Punkt hier, den Checkpoint erreicht. Hilfe! Ich sag ja, das sind gefährliche Wooga-Menschen. Dein Schwert ist irgendwie viel besser als meins. Ja, hat auch teuer gekostet. Ach, das hast du dir gekauft, stimmt. Ja, da habe ich irgendwie 4.000 ausgegeben für. Ja, aber es hat sich auch gelohnt. Ja, es macht guten Schaden. Sklav. Oh, süß. Weiter kann ich sowieso nicht, weil das ist hier... Das ist riskant. Das ist hier eine riskante Sache. Ja. Die Viecher drücken echt bösen Schaden. Und dafür habe ich noch nicht so die Ausrüstung. Also runter gehe ich sowieso nicht. Ich check hier nur noch, ob es noch irgendwas zu holen gibt. Ach so. Ja, stimmt eigentlich. Weil wenn man schon hier ist, wo der Aufzug ist. Es ist auch schon 6. Davon mal abgesehen. Aber da ist noch einer. Ja, es ist eigentlich auch so ausgelegt, dass man dann da aufhört, denke ich. Sag mal. Weißt du, normalerweise finde ich den Ausgang nie. Was hat der Verbalus gemacht? Oh, Scheiße, ich bin fast tot. Okay. Ja, ich hoffe, es ist nur nicht schlimm, dass ich immer die blöde Joja-Cola kaufe. Weil ich will den Verein ja nicht unterstützen, aber ich will ja den Sam. Und ich will keine Pizza jeden Tag kaufen für 600. Das ist teuer, ja. Ja. Schmeiß mich das Gras. Ich will eigentlich eine Küche haben, dann kann ich nämlich die Pizza selber machen und ihn bringen. Das ist doch viel romantischer. Echt mal. Aber die kostet 10.000. Es ist 19.10 Uhr und es ist noch hell? Ja, so Sommer. Sebastian. Sommer, sag mal. So, yo, Sebastian. Bin ich kaputt. Scheiß Emo, willst du eine dunkle Materie? Ja gut, viel Spaß damit. Ich glaube, der ist sogar ganz okay. Das ist Sebastian. 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 Ups, Anna. Dimitrios ist okay. Ein Hase. Aber Sebastian. Ein Hase. So, ich check noch mal kurz was ab, weil ich habe jetzt ja eine Krabbe. Vielleicht ist er ja bei den Dings was, wo ich brauchen kann. Okay. Aber ich glaube nicht. Die Automaten sind okay. Oh, Gott sei Dank.
Nope. Keine Crap. Habe ich echt Angst gehabt, dass die Automaten blöd sind. Crap. Keine Munition, benötigt Steine, aber ich habe doch Steine. Die musst du in den Dings laden. In die Schleuder. Hä? Oder worum geht's? Und wie? Also du nimmst die Steine quasi in die Hand, also nimmst sie in deine Inventarhand und dann tust du sie über die Schleuder, auf die Schleuder, in die Schleuder. Da sagt er immer keine Munition. Hä? Hä? Irgendwas machst du falsch. Ja, bestimmt. Weil bei mir hat's funktioniert. Okay, also die ganz normalen Steine oder müssen wir noch irgendwie... Nee, ganz normale Steine. Vielleicht geht's ja mit Gold. mit Gold schießen, ja. Ich bin so reich, ich schieß mit Gold. Ich bin so reich, ich schieß mit Gold. geh doch weg, ich will nicht. So. Schlafen gehen. Ist doch noch so früh. Man kann doch mit Leuten snacken. Schnacken. Wie zum Beispiel mit diesem scheiß Einzelhändler da vorne. Wieso zieht's dich eigentlich immer zu dem? Ich weiß nicht, der Typ stalkt mich, glaube ich. Ja, Pam ist wieder besoffen, das ist auch mal wieder typisch. Ich war ja gerade schon daran getan, ihr einfach eine Krabbe zu geben. Sagt dem Motto, you want some crab? You want some crab? Way. So, ich muss mal gucken. Man kann eine Mitgliedschaft beim Julia-Markt machen und das ist das Fiese. Ah, okay. Na, ich mache da keine Mitgliedschaft. Ich will da keine Punkte sammeln oder so. Nee, hier. Datenschutz und so, das macht. Ah, nein, ich fange gar nicht damit an. Das Thema hatten wir doch schon. There we go. Oh, wir haben eine zweite Kiste. Ich sehe es jetzt ja erst. Ja, die habe ich da hingestellt, weil die erste halt keinen Platz mehr hatte. Das ist gut. Gell? Ups. Vernünftig. Ja, ich weiß, es ist spät, meine Güte. Chill mal. Ja, ich schlaf schon. Alles gut. Mir geht's morgen super. Ja, mir auch. Ich gehe morgen angeln. Zur Zeit, dass ich mal wieder angeln gehe. Vorher nochmal anzünden alles. So. Bett gehen. Dass man keine Munition mehr... Minenarbeit Level 5! Okay, warte mal, was haben wir denn? Geologe. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf oder ein Erz pro Vene? Ein Erz pro Vene. Ich meine, Wertsteine... Das ist eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Das ist ein fester Wert. Und Erze kann ich umwandeln und damit auch noch zu Geld machen. Also es ist eigentlich besser, wenn ich das mache. Ich mache Minenarbeiter. Okay. Also das mit der Vene, oder? Machst du das? Ja, ja. Mhm. Zumal das ist ein fester Wert, wo ich kriege. Und das andere war eine Wahrscheinlichkeit. Und da ich jetzt nicht sagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, lasse ich da lieber die Finger von. Ja. Ich habe einen Erfolg. Ich bin ein Cowboy. Ein Cowboy? Du bist ein Boy? Ja. Cowboy. Cowgirl. Das ist mir neu. Aber das kann das Spiel ja nicht checken, ob ich jetzt ein Cowboy oder ein... Oh, hier ist der ganze Zaun kaputt. Ich muss mal so ein Krieger-Ding-Ring herstellen. Dann scheiß drauf. Hauen wir hier einfach einmal alles weg. Scheiß drauf. Ja. So sieht eh besser aus. Ich meine, ich muss auch demnächst mal anfangen, Sachen zu pflanzen, also davon abgesehen. Musst du? Ja, ich muss mir das mal... Du bist ja das volle Experience hier, oder? Ja, ich werde mir wahrscheinlich... Alles! Nee, ich werde mir auch mal irgendwann jetzt ein Dings anlegen. So ein Beet. Okay. Die Geode knack ich gleich. Und dann kommt einer, der das bewertet und Magma-Geode. Dann ist es hier voll... Voll der Wettstreit. Und dann sieht das aus wie dahin gekackt und hingeschissen. Und
beide streiten sich voll. Meiner ist schön. Da kriegt es irgendjemand ganz anderes, der es voll gut gemacht hat. Ich habe Edelsteine genommen. Zwei Diamanten, wenn es passieren, wäre schon nice. Ja, wenn. Und da ich ja... Das Problem war einfach die Tatsache, dass da stand die Wahrscheinlichkeit. Und das ist so ein Wort, das ist eine Waage. Ja. Entweder ist es cool oder ist es richtig scheiße. Das ist halt ein Zufall. Ja, eben. Bei dem anderen weiß ich, geil, ich kriege jetzt mehr Erze, wenn ich Erze ja, hole. Stimmt schon. Und wir sind ja echt sehr auf Erze auch fixiert, ne? Ja, ich werde demnächst nochmal gucken, dass ich vielleicht noch ein paar Öfen baue, damit ich da ein bisschen mehr machen kann immer. Weil, das heißt, ich müsste nochmal in ältere Höhlengebiete und da das ganze Kupfer abernten oder noch mehr Kupfer rausholen. Okay, fuck it. Ach, es ist Mittwoch. Ganz vergessen. Ich muss noch 10 Minuten warten, dann kann ich... Oh, 10 Minuten sind um. Ich kann gar nicht zu Abby, weil heute ja Mittwoch ist und mittwochs ist ja alles zu. Ja. Was total scheiße ist. So, ich habe Futter gekauft. Okay. So, erstmal die Geoden knacken gehen. Können wir noch ein Viech kaufen? Geode. Hier erstmal die Magma-Geode. Geil, Stein. Mach mal noch ein Hühnchen. War in dem Stein jetzt gerade ein Computer? Ein Was? Zwergengerät. Es sieht aus wie ein Computer. Gefrorene Tränen. Yes. Gut, die brauche ich. Need that shit. Wie nennen wir das Hühnchen? Chat, wie nennen wir das Hühnchen? Darknet. Okay. Ein Hühnchen namens Darknet. Sehr schön, ich sende die kleine Darknet sofort zu ihrem neuen Zuhause. Ich habe einen großen Bären. Wir kriegen jetzt einen großen Bären als Belohnung. Was? Im Museum. Echt jetzt? Ja. Eine Statue oder ein echt? Nee, einen echten großen Plüschbären. Oh, ein Plüschbär. Kannst du dir auch im Museum abholen, wenn du magst. Ja, den hole ich mir. Möchtest du einen Teddy? Ach, Shiva. Was? Ihr habt gesagt, Darknet ist jetzt Standard. Ich hab grad meine Animation ein bisschen geglitscht gehabt. Ich hatte die Arme unten, hatte aber Müll auf dem Kopf. Sehr gut. Glasscherben. Alter, wieso sind hier Glasscherben im Strand? Das ist aber gefährlich. Aber sowas von. Das geht aber nicht. Wir haben ein kleines Küken, wie süß. Hallo. Kommst du mir so vor, da vermehren sich die Küken wie die Karnickel. Ja, ich habe ja eins geholt. Achso, du hast eins. Ah, so. Ich dachte, du hattest das Futter Darknet geholt. Ja, und Darknet habe ich auch mitgenommen. Darknet. Ich komme jetzt nicht ganz drauf klar, dass das Hühnchen Darknet heißt. Spätestens, wenn es geschlachtet wird, ist es okay. Das ist irgendwie super makaber. So. Müssen wir jetzt nur bei dem Thema bleiben mit dem nächsten. Nächster Name, Altnet Nummer 5. Nee, warte mal. Doch, Mars Una, ich habe das genau richtig gelesen. Ihr wolltet das so. Jetzt habt ihr das. Ja, eben. Norm. Lang ist es her, dass ich angeln war. Ach, bist du angeln? Ja, ich bin heute mal ans Meer gegangen, mal wieder angeln. Ah, ich bin gerade auf dem Weg in die Mine. Ja, sei aber wie gesagt vorsichtig. Also, ja. Die Viecher da, die wir jetzt haben. Oder du gehst halt in die älteren Etagen und guckst da, was du da so findest. Hol mir noch meine Kisten ab, die ich wahrscheinlich alle gar nicht mitgenommen habe, ne? Das kannst du auch. Und du kannst, wie gesagt, halt auch die alten Ebenen ja noch besuchen, um Stahl abzugreifen und Kupfer. Und hast du nicht gesehen. Ups. Gibt's ja halt innerhalb der späteren gar nicht mehr. Stimmt. Ja, ich tu mal mein ganzes Handwerkszeug in die Kiste. So. Ah ja, und wenn du irgendwie gefrorene Tränen findest, wäre cool, wenn du die mir mitbringen könntest, weil da kann ich mir dann später einen Ring draus herstellen für Minenarbeit. Ah, okay. Einen sogenannten Kriegerring. Klang ziemlich praktisch auf Papier.
Eine Kiste! Tundra-Stiefel. Ja, toll, ich habe ja jetzt schon Stiefel. Ja, du hast ja jetzt schon diese Magma-Stiefel, die, glaube ich, erstmal nicht so leicht zu toppen sind. Ja. Ein Kristalldolch. Oh, der macht Spaß. Rüste den mal aus und mach dann diesen Special-Angriff. Welcher Special-Angriff? Also, wenn du das normale Schwert hast, dann blockst du ja, ne? Ja. Den Angriff halt. Das ist halt diese Alternative. Du machst einfach so. Der macht 27, der macht 10. Ah, okay, der ist auch schlechter. Der Dolch ist halt super schnell. Ja, das stimmt. Ist halt DPS. Ja, mal gucken. Oder wie es die Experten ausdrücken, Dips. Ich geh mal hier hin. Ich angel immer an der Stelle. Ich kann irgendwie nicht weitergehen. Ich bin jetzt aus Versehen nochmal eins weitergegangen. Schauen wir mal, was da für Viecher kommen. Ansonsten gehe ich zurück. Ach, also gehst du jetzt weiter, als wir gestern waren, oder wie? Ein bisschen. Ich will mal gucken. Die Musik ist so cool. Aber pass vor den Uga-Menschen auf. Die kommen dir entgegen, machen Uga-Uga und dann... Uga-Uga! Könnte das wehtun. Dann mache ich auch Uga-Uga. Au. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Partner hier die Angriff der Uga-Uga-Menschen heißt? Jetzt schon! Ich weiß ja, ich sehe ja dann immer bei dir die Titel und ich denke mir so, ah, da waren wir, okay. Wenn ich jetzt sehe, ah, die Uga-Uga-Menschen, jetzt weiß ich Bescheid. Uga-Uga! Also bisher war nur ein Schleim da. Geh mal einen See angeln. Hier beißen, hier beißen die heute nicht so gut. Oh. Ja, irgendwie im Sommer wollen die noch nicht so ganz. Oder warte, ich glaube, es ist auch meine Dings ist ein bisschen. Deine Angel? Ja, ich habe keine Köder mehr, siehst du? Guck mal. Ja, da kannst du schlecht was fangen, gell? Ich habe, glaube ich, einen Uga-Uga gefunden. Oh Gott, und einen Amethyst. Ich muss dann sowieso demnächst nämlich mal zurück und hier in den alten. Ah, Uga-Uga! Uga-Uga, Mensch! In den alten Etagen nochmal die Fliegen klatschen, damit ich hier das Monsterfleisch kriege. Ja, stimmt, die gibt's hier ja auch nicht. Nee, sowas gibt's ja später irgendwie alles gar nicht mehr. Weiter ist nicht immer besser. Chat, Uga, 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 Uga. Uga, Uga. Neue Sprache. Did you know the way? Ach, schade, dass dieser Meme tot ist. Es war ein schöner Meme. So, jetzt habe ich ganz viel Gold und bin total fertig. Das ist gut. Fix und fertig. Und kein Essen. Genießt du die Jahreszeit? Es ist Sommer. Sommer ist scheiße. Oh, ich bin total müde. Aber ich habe es geschafft. 85. Also, Moment, also weiter als wir letztes Mal sind, oder wie? Ich hatte den Aufzug anscheinend nicht bei 85. Ich hatte ihn nur bis 80. Ja, aber wir waren doch gestern bei 85. Mensch. Oder? Ich dachte auch gerade, aber vielleicht bin ich nicht an den Aufzug hingelaufen und deswegen hatte ich es nicht. Das kann sein, dass er dann nicht getriggert hat. Ja, sowas Blödes. Wow. Naja. Was? Und meine Nase juckt und dann genau beißt ein Fisch an. Immer so. Man kann den Wir brauchen eine bessere Spitzhacke. Ich kann da mal zusehen, dass wir das demnächst in Auftrag stellen. Ich würde nämlich gern zu diesem komischen Händler hier in der Mine gehen und der ist rechts. Und da kann man nur rein, wenn man eine Spitzhacke hat. Ach so, also quasi. Eine bessere. Ob man dafür die Bronze, hier die Dingsspitzhacke braucht oder die goldene, ist die Frage. Ja, das weiß ich nicht. Also die Stahl oder... So, ich verkaufe den Kristalldolch und das Stahlkurzschwert und die Tundra-Stiefel. Haben wir ein bisschen Geld. So. Ich bin so müde, ich kann nur noch schleichen. What? Glasscherben sind Artefakten für Gunther? Wirklich? What the fuck? Dann nimm's mit. Ich schmeiß mal die Koralle weg, die ist nicht so Tolle Artefakte. Glas.
Ja, klar sterben, ja Mensch. Den Teddy muss ich mir noch holen, aber geht erst morgen. Ja, das kannst du ja morgen jetzt erst. Angelt hier jemand? Hi. Ist voll laut. Bist du hier irgendwo? Ja, ach, ich bin hier am See. Bist du nicht. Aber du musst irgendwo in der Nähe sein. Ich bin hier unten am See. Der Sebastian ist gut. Warum sollte man nach draußen gehen? Ich habe doch alles schon gesehen. Kenne ich schon. Ist langweilig. Ja. Hey, K-Lines. Ich komme nicht mehr nach Hause, glaube ich. Denkt sich wahrscheinlich auch so, ist das Müll oder kann das weg? Gibt's keine Fahrzeuge? Noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Ein Fahrrad wäre cool. Ein Fahrrad wäre saugeil. Hi. Hallo, Wanna. Schmeiß den Teddy weg. Mensch, lang nicht mehr gesehen. Der ist mir unheimlich, der Teddy. Der ist dir unheimlich. Ja, ich weiß. Dann leg ihn bei mir ins Haus. Na, du kannst dir ja auch einen abholen, aber ich habe gerade Inventarplatz gebraucht. Ich habe meinen gerade weggeschmissen. Der hat Platz weggenommen, das Scheißvieh. habe ich noch Zeit dafür? Ja, komm. Ich kann noch mal einmal schnell checken, ob ich jetzt die, Sukuno oder ist ein Scheißer. Nee, das ist tatsächlich Kuchen. Ach ja, der Schokokuchen. Ja, mein ja, Schokokuchen. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Kuchen ist. Es ist aber Kuchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na gut. Hast du schon probiert? Ja. Okay. Ich kann es bestätigen. Sehr gut. Ist das ein Hering? Nö. Bin falsch, ich muss hier lang. Ey, ich brauche 2 Stunden von der Mine nach Hause, weil ich nur noch schleichen kann und kein Essen dabei habe. Ja, das Problem haben wir ja zum Glück bald gelöst. Hoffentlich. Nice. Okay. Nochmal die Bündel für Fische nochmal ein bisschen runtergedroschen. Ich finde das immer total cool, dass hier so Glühwürmchen jetzt durch die Gegend fliegen. Ja, das ist voll niedlich. Ich will eins in einem Glas. Zum Licht machen. So eine Lichtquelle, als Lichtquelle, ja. Ja. Ich habe einen Amethysten. Willst du den der Dingsbums geben? Ich habe noch 3. Ich bin gut bedient. Okay. Ich gucke einfach mal in die Kiste. Mhm. Ach so, das kann ich eigentlich in den Ofen tun. Ah nee, das brauche ich ja. Das muss ich morgen abgeben und der Rest ist cool. Nice. So, passt. Okay. Ab ins Bett. Yes. Bett. Oh, Bett, zu Bett. Wenig Kohle, okay. Zu wenig. Dann halt nur ein Golderz. Zu wenig Kohle für Bett. Ja. Kann ich mir nicht leisten. So ein Bett, wo man Geld in die Seite schmeißen muss. Damit du schlafen darfst. Ja, genau. Ich sehe es ja kommen, irgendwann ist die Technik so weit, du kannst und du darfst nur schlafen, wenn du irgendwie Geld irgendwo einwirfst. Oh Gott. Anders wird deinem Körper einfach die Fähigkeit genommen zu schlafen. Oh, das wäre ja voll schlimm. Aber für die Leute, die halt Schlafstörungen haben, wäre super, ne? Ja. Wenn man denen den Schlaf garantieren würde, so gesehen. Ja, genau. Anbauer Aeroshiva. Das hört sich irgendwie nicht nett an. Hey, Neptun. Mein Knie macht mir wieder Probleme und weißt du, was da hilft? Das verdammte Ding mit Pepperoni einzureiben. Das Problem ist, mein Vorrat geht langsam zur Neige. Wenn du eine übrig hast, schulde ich dir was. Ich habe die, glaube ich, alle verkauft schon, lieber George. Ich gehe mal gucken, aber ich glaube... Die ganzen Pepperoni. Doch, wir haben noch welche. Juhu! Da sind heute ganz viele fertig geworden. Da hat er jetzt aber Glück gehabt. Wie lange streamt ihr schon? Eine knappe Stunde. Ja. Bam, 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 bam. Ba-da-ba-ba. Ba-da-ba-da. Nee, aber eigentlich muss ich heute nochmal in die Höhle. Auch wenn ich... Wieso bin ich so low an Energie gerade? Keine Ahnung. Hab ich so viel gemacht gestern? Ich aber auch. Ich bin fix und fertig. Ich kann heute gar nichts machen. Zauberer sucht nach Goldbahn. Für 700 Gold will der Zauberer einen Goldbahn. Okay, weißt du was? Ich spiele heute mal den Laufburschen. Ja, das mache ich auch. Ich muss dem anderen da noch Pepperoni bringen. Mein ein Goldbahn ist jetzt nicht so schlimm.
Mein so, jetzt bin ich eh schon fertig. Jetzt, wo wir das sowieso kriegen. Ich warte jetzt also noch, dass ich mit Abigail schnacken kann und dann gehe ich zum Zauberer runter. Oh, und Mais ist auch fertig. Perfekt. Mein Gott, alles schön. Oh Gott, schaffe ich es noch, den Mais zu gießen? Ja, gerade so. Eine Regenbogenforelle. Ich glaube, das ist auch eine, die ich für einen Bündel brauche. Okay. Wer war das? Das war der George. Okay, wer ist der George? George. Georgilein, wer bist du denn? Pierre Gans. Werde ich nicht. Ach, der George, das ist der Alte im Rollstuhl. Sein Knie! Der alte Sack. Hey, Shiva, du Bauer. Shiva, du Bauer. Pass auf, ey. Vielleicht kommt der große Bauer, ey. Weißt du, wo dein Haus wohnt? Der macht dich kaputt. Was? Irgendwann einen Roboter zu bauen. Geil. Das ist, klingt nach einer Herausforderung. Ich hätte gerne Goldbahnen über den Kamin hängen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, Harvey. Der will auch Gold? Ja, rennst du nicht eh schon damit rum? Gleich, ja. Ich wollte damit zum Zauberer. Ja, dann bring ich den Harvey halt noch Goldbahn. Na gut. Benutzen wir dafür unser Gold mal. Was wollte ich jetzt? Ach, zum George. Georgie. Hoffentlich werde ich diesen Sommer nicht braun. Was? Meinte Abigail gerade zu mir. Warum? Da hast du ja ordentlich Zeit gelassen. Nun, zumindest ist sie gut und scharf. Danke. Sag mal. Alter Kacker. Ich wollte dich gerade anquatschen. Du bist hier so schnell vorbeigerannt. Ich dachte, wer ist das? Ah, ein Reden. Sag doch mal. Reden, reden, reden. Möchtest du diese Pepperoni wirklich ihm geben? Was? Nein. Außer mit deinem Knie ist auch was nicht in Ordnung. Und denk dran, du kannst im Museum dir noch deinen Bären abholen. Mein Bären! Aber lass dir ja keinen Bären aufbinden. Ich versuch's. Siehst du ja dann. Mhm. Und man hat uns auch empfohlen, wir sollen tatsächlich unser Haus mal, also beziehungsweise ein Haus mal ausbauen. Möchte ich auch. Aber da brauchen wir 10.000 und super viel Holz. Und es gibt gar nicht mehr so viele Bäume irgendwie. Müssen wir neue machen. Müssen wir neue machen. Ist bestimmt ein Pfeil im Knie. Klassiker. Oh mein Gott, ich habe einen singenden Stein, ein Bild, noch ein Bild und einen Bären. Achso, du hast die ganzen anderen Belohnungen jetzt auch noch bekommen. Nee, ich wusste ja gar nicht, dass es schon so viele gibt. Creep. Oh, cool. Creep. Okay, cool. So much creep. So, ich hole jetzt einen Goldbahn. Den möchte er sich nämlich über den Kamin hängen. Gut, und ich bringe den anderen Goldbahn zum Zauberer und verdiene damit 700 Cash. Perfekt. Aber erstmal werde ich... Das waren, glaube ich, auch 700. Ja, meine lässt Güte. Einen puren Was lässt einen puren Ton ertönen, wenn er geschlagen wird? Der singende Stein. Ja, der ist ganz funky. Der singende, funky. Klingende. Und das hast du alles so stillschweigend gemacht und nichts erzählt. Ich hab dir jedes Mal gesagt, hol dir deine Belohnung ab. Aber du hast nie gesagt, was es Cooles ist. Oder dachte ich, das ist irgendein Scheiß. Ja, natürlich, man, wir werden mit Scheiß belohnt. Oh, ist denn die. Ist er das? Das Bild ist zu groß, das passt hier nirgendwo hin. Ist hier nicht? Das ist echt nicht die Regenbogenforelle? Das ist ein Glasaugenbarsch. Ach du Kacke. Das ist ja oh Gott, ist der Bär niedlich. Oh mein Gott. Oh, ist der süß. Oh shit, Karpfen. Karpfen hatte ich doch letztens. Ein Stör. Stör mich nicht. Das kannst du auch illegal anbauen. Illegal anbauen? Und hier fehlt mir ein Riffbarsch. Das ist doch für ein Arsch. Ein Riffbarsch ist für den Arsch. Na gut, gehen wir zum Zauberer. Boah, wieso fressen die auf einmal so viel? Was geht denn hier ab? Falls immer mehr Hühner sind vielleicht?
Ja, aber die haben irgendwie am Tag davor auch 4 von den Dingern gegessen und sonst war immer nur eins weg. Ich glaube, die sind einfach unterschiedlich hungrig. Und das kleine Küken isst ja noch gar nicht so viel. Das sind wirklich... am meisten, das ist die Großen auf, das ist das Darknet. Eben, es ist das Darknet. Ich komme nicht ganz drauf klar, dass das Küken Darknet heißt. Shiva muss umziehen, Haus zu klein. Ja, ich brauche eine Erweiterung, ganz ehrlich. Tierkunde mit Shiva. Müsste man eigentlich mal gucken, was man da am ehesten macht. Wo ist denn der Harvey? Wer ist denn der Harvey? Wieso ist denn der Harvey? Weil seine Eltern sich ganz doll lieb gehabt haben. Ah. Das macht Sinn. Ah, der Harvey ist der mit der Brille. Und wo ist der immer so unterwegs? Oh Gott. Das ist der Pierre. Das ist nicht der Harvey. Nee. Hey, dunkler Magier. Ich bin da. I got you something. Hey, Harvey. Ich habe hier einen hübschen Goldbarren für deinen Kamin. Ob der Zauberer den Goldbarren isst? Cowboy. Das ist nicht der Harvey. Der Typ hat hier echt eine merkwürdige Wohnung, ey. Ich und wie heißt das nächste? Kim.com. Emule. Schwarzmarkt. Shiva-Merch. Das nächste nennen wir dann Kuckucox. Ja. Ich meine, hier sind noch ein paar Bäume, aber können wir die fällen? Hüte. Der Hüteshop, ja. Ich vergesse jedes Mal, dass der existiert. Ach ja. Ich hab ja schon einen Hut. Ist eh der coolste von allen. Ich hab meine krasse Frisur. Oh, ich finde den Harvey nicht. Man hat mir auch, by the way, gesagt, wir kriegen, je nachdem, was wir an Stufen, an Level haben, also hier bezüglich, also generell Zeug, was? So Minenarbeit und alles, ja? Kriegen wir noch andere Hüte freigeschaltet. Ach, cool. Wo wohnt denn der Harvey? Weiß das jemand? Kannst du das nicht auf der Karte sehen? Nee. Bin dafür, es El Polo Diablo zu nennen. Also das Huhn. Nein, ist zu lang. Jetzt wird gerade gefragt, ob wir schon einen Schoßhahn haben. Regenbogenforelle. Oh, in Gold. Hilfst du mir mal, den Harvey zu finden? Der braucht nämlich den Goldbarren heute noch. Ja, warte. Harvey, Harvey Dent, Two-Face. Ja, genau, das ist der Arzt von der Apotheke. Und da ist er aber schon länger zu. Und hier draußen ist er irgendwie nicht. In der Kneipe vielleicht? Nee. Also vielleicht jetzt, aber... Pierre, Kneipe, Wohnwagen... Ich meine, zur Not sparen wir uns den Goldbarren. Ja, aber wir kriegen ja voll viel Geld dafür. Auch wieder wahr. Der gibt, 750. Ui. Dann guck am besten mal in der Kneipe, wie gesagt. Ach so, ich dachte, du warst gerade in der Kneipe. Nee, ich bin jetzt gerade erst in der Stadt. Ah, okay, ich guck nochmal. Ich glaube, jetzt kommen wir sowieso nirgendwo mehr rein. Also. Ja. Sieht nicht danach aus. Leider, nein. Dann behalten wir den Goldbarren. Hi. Ach. Aber ich glaube, morgen geht's auch noch. 2 Tage, ja. Ja, dann suche ich ihn halt morgen nochmal. Dann guck halt am besten morgen mal in der Arztpraxis. Da wird er ja dann wohl. Genau. Einen schön sterilen Goldbarren. Dann kannst nicht zu ihm, der geht fast nie in die Kneipe. Ah, okay, danke, Sengu.
Ich muss kurz weg zu meinem Schwarzmarkt. Ja, bei mir zu Hause. Mein Huhn. Ja, das kann ich eigentlich alles verkaufen. Das brauchen wir alles nicht. So. Gute Nacht. So, morgen. Und die Katze hat sich an den Teddy gekuschelt. Wie niedlich. Das ist ja süß. Das ist ja allerliebste. Allerliebstes. Ja, genau. Und so gehe ich morgen Mine. In der Hoffnung, endlich rotes Quarz zu finden. Rotes Quarz, wir brauchen. Mad Cash, oh, yo. Oh, super. Ja, wir können, glaube ich, echt bald die Küche kaufen. Okay, die Krabben sind gut was wert. So eine Crab. Voll gut. 100 pro Crab. Oh Mann. Achso, aber Holz brauchen wir ja auch noch für die Küche, gell? Ich glaube ja. Ja, shit. Wie gesagt, guck mal unten beim Zauberer. Ich beim, geh mal, beim See. Ja. Da sind, glaube heute ich, Bäume. Regnet's. Ja. Das ist eh perfekt. Sengu Schicken, vielen Dank für deinen Sub. Hallo. Im Herbst aber immer noch in nur ein. Draco, und hallo wenn im Aerogarten. Den zweiten Slot, dafür musst du dir den Rucksack kaufen. Und den Rucksack, der ist hier im in PS Markt. Glaube ich, erst ab Minenetage 100. Ui, na gut, da haben wir noch was zu tun, nicht? Ey, das da geht noch so tief runter, okay. Ja. Vor allem, Hol hat mir schon erzählt, es gibt, wo wir mit dem Bus hin können später, also viel später, gibt es eine Mine, die geht unendlich. Oh nein, echt? Ja, die hat kein Ende. Unendlich. Unendlich. Okay. Ah, Sengu, vielen Dank für dein Follow, dankeschön. Oh, guck mal, der Dingsbums ist wieder da. Der Wagen mit den besonderen Sachen. Was seltene haben? Saat. Ach, hier dieser... Ja, der Zigeuner. Was hat die so? Ich schau gerade. Ist gewittert. Dönerwetter. Dönerwetter. Ein großes Ei. Toll, das kann ich selber machen. Ein Kugelfisch. Kauf den mal. Brauchen wir für den einen... Den Kugelfisch? Ja. Wofür brauchen wir den? Für ein Bündel. Echt? Ja. Der kostet 1000, gell? Oh, ja, aber der soll schwer zu fangen sein. Habe ich mir sagen lassen von Hol. Radieschensalat. Ach, Radieschensalat. Oh. Tulpe, Stammsessel, seltene Saat. Mehr nicht? Passt. Nee. Warte mal, wo bist du denn? Beim Zauberer steht der rum. Ach, da steht der. Der Hol meinte immer, der ist irgendwo da unten, aber ich habe mich immer gefragt, wann. Ich bin ein Fan von dieser Katze. Ja, die ist niedlich. Kann ich wieder? Nee. Die isst sogar, wenn du Essen schreibst. Ja, das ist ziemlich witzig. Nee, kann ich noch nicht. Ist euch das aufgefallen? Ich kann gerade irgendwie nur die blöden kleinen Bäume wegmachen. Und eigentlich wollte ich nur die großen. Ich schau mal, ob ich noch mehr finde. Irgendwo hatten wir hier doch einen kleinen Wald. Habe ich den schon komplett niedergemäht, oder was? Möglich. Ups. Aber ja, den Kugelfisch, der soll ziemlich schwer zu fangen sein. Den brauchen wir dann halt später für... Okay. Also generell brauchen wir für ein Dings. Ja, passt. Ich habe ihn ja jetzt mitgenommen. Mhm. Was ohne Ausrufezeichen. Du musst einfach nur irgendwie schreiben, ich esse heute bla bla bla. Und dann ist die Katze. Die reagiert halt auf das Wort Essen. Die reagiert auf Futter. Ja, ich glaube schon auf das Wort Esse. So, gucken wir mal, dass wir eventuell Etage 90 kommen. Zwergenschriftrolle, nice. Ach, bist du jetzt in der Mine? Ja, aber ich werde wahrscheinlich morgen nochmal rein, nur dann halt ein bisschen ältere Etagen.
Okay. Weil ich muss mal gucken. Wir wollen ja eine bessere Spitzhacke. Oh shit. Also ich glaube, ich habe zu wenig Holz. Und ich glaube, das ist... ich muss hier irgendwie total den Wald mal aussehen. Und wo bekomme ich Samen her für Bäume? Samen her für Bäume? Ja, halt, halt, so Kerne bestimmt, oder? Bestimmt Apfelkerne. Ja, ich will die kleinen jetzt nicht abmähen, das ist blöd. Ah, hier ist noch ein großer. Shiva umdrehen, haha. Einfach mal den Weg in die nächste Dings gesprengt. Gewimmelt ist von Monstern, oje. Sagt dir das jemand, oder wie? Ja, das steht da an der Seite jetzt. Hier wimmelt es von Monstern. Oi. Das Ding droppt Weißalge. Interessant. Also, Masuna, nein, natürlich nicht. Ich habe Bäume gefunden. Sehr cool. Juhu. Mach sie klein. Ja. Ich mach euch zu Holz. Ist ja nicht was? So, als ob ihr Holz wärt oder so. Ein Zug fährt durch das Sternentautal. Aber ich kann gerade nicht. Abby, nicht sterben! Geh nicht auf den Zug zu! That's a big blob. Oh, richtig viele Bäume hier. Voll Glück. Wo? Oh, da, wo ich bin. Unten. Ich bin langsam erschöpft. 159 Holz habe ich jetzt schon gemacht. Alter, hier, wo ich jetzt gerade bin, wimmelt es von Schleim. Ist es gut oder wird es schwierig langsam? Nee. Schleime sind ja... ich weiß auch nicht. Manchmal wollen die gar nicht auf dich zu und manchmal hassen sie dich einfach. Also, ich lebe noch. Noch geht's okay. Mir gut. Noch nicht vergiftet. Nee, auch nicht. Nur hin und wieder ein bisschen angegoopt. Mhm. Aber ich glaube, das ist hier schon der letzte. Green Table Fire, moin moin. Yay, ich konnte meinen Müsli-Riegel machen. Oh. Der Weg nach unten hat sich geöffnet. Wo denn? Hä? Stand das jetzt auch da? Oh. Stand bei mir. Ja, ich kriege ja andere Nachrichten als du, weil ich hier in der Mine bin. Ja, aber wieso steht bei dir, ein Weg nach unten hat sich geöffnet? Ah, hier. Weil das so eine Ebene ist, wo Monster rumlungern. Deswegen. Wo ich erst alles töten muss, bevor was erscheint. Ah, okay. Alter. Was ist das für ein Diamant? So, und morgen schaue ich nochmal, wie viel Holz ich für die Küche brauche. Aber jetzt schaut es gerade ganz gut aus. Ich kann mir auch die ganze Zeit Müsli-Riegel herstellen, weil mir immer die Zutaten dafür in den Schoß fallen. Das ist perfekt gerade. Die fallen dir in den Schoß? Wie das denn? Ja, weil die aus dem Baum rausfallen. Ach so. Also fallen sie dir auf den Kopf? Ja, wenn ich mich hinsetze auf den Schoß. Ups. Okay. Yo, ach, Inventar ist voll. Super. Gemischte Saat kann weg, sowas. Brauche ich hier nicht mit mir rumschleppen. Ich habe voll viel Ausdauer gerade gefühlt. Geh weg, du Uga-Mensch. Uga, Uga! Geh zurück in dein Uga-Land. Uga-Land? Uga-Land? Uganda-Land. Mist, ich bin kaputt. Du bist kaputt? Ich bin total kaputt. Ach so, müde. Du. Keine Energie mehr. Ja, aber ich habe gerade noch einen Müsli-Riegel herstellen können. Perfekt. Also ich dachte, es... zieh das hier durch, solange es geht. Ich dachte, es wäre schon Zeit. Nee. Aber ich fäll schon den ganzen Tag hier die Bäume. Das geht gut in die Arme. Das Ding hat Kopf
Kupfer gedroppt. Ich liebe die Geräusche in dem Spiel. Ja, generell, das Sounddesign hier in dem Spiel ist geil. Ja. Komm, den machen wir jetzt hier noch. Ich habe doch noch eine Gewürzbeere, eine gute. Die gute Gewürzbeere. Die ist sehr gewürzig. Shit, das ist wieder ein Ugermensch. Oh nein. Hinfort mit dir. Toll, das liegt drauf. Return from once they came. Ach, die Gewürzbeere. Zur Not esse ich halt den Kugelfisch, ne? Ja, hat ja nur 1000 Gold genau, gekostet. Genau, ist ja kein Ding. Kostet ja nicht die Welt, ne? Nö. Ja, nur 1000 Gold. Haben wir gleich wieder drin. Für ein Bündel. So, ich gehe jetzt schlafen. Ja, da musst du jetzt noch auf mich warten. Ich bin hier noch in der Mine. Vor noch eine Etage. Ja, vielleicht kann ich ja auch einfach gleich nochmal runter, aber ich muss erst mal mich kurz hinlegen. Glaub nicht. Okay, ich habe die Etage gefunden. Also, kein Problem. Ich bin doof, ich habe voll vergessen, dem seinen blöden Goldbarren zu bringen. Gestern suche ich die ganze Zeit nach ihm. Heute suchst du ihn gar nicht. Und heute habe ich es vergessen. Ich hatte nur Holz im Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte nur Holz im Kopf. Das ist meine Aussage. Titel der Folge. Shiva hat Holz im Kopf. Ciao, Masuna. Da geht er gleich. Hallo, King. Alter, das ist ein aggressiver Stein. Ich habe einen aggressiven Stein gefunden. Oh, das ist aber nicht nett. Ich habe versucht, ihn abzubauen und er hat gesagt so, Alter, I'm having none of your shit. Und hat mich angegriffen. So, aber... Ich werde hier nur noch abluten, was ich hier abluten kann. Und dann gehe ich auch. Ich meine, ich habe zur Not noch mein Dings hier, meine Torte. Deine Torte. Eben, ich habe noch eine ganze Torte. Die müsste zwar schon eigentlich ranzig as fuck sein. Ich mir das so vorstellen, wie du da mit deiner Torte rumläufst in der Mine. Das ist ein aggressiver Stein. Oh Mann. Okay. Für euch ist du weißt, dass ich mittlerweile deine Aussagen mitschreibe. Nein. Was hast du denn schon? Obsidian-Schneide? Alter, was ist das denn für ein cooles Schwert? Plus 10 kritische Kraft. Scheiß auf die Flügel. Oh. Bist du jetzt bei 90 oder wo? Ja, und oh mein Gott, dieses Schwert. This cool. Motherfucking Excalibur. Voll geil. Ja. Voll geil. Voll. Na, ich bin auf dem Rückweg. Eieiei. Eieiei. Aber das Schwert kannst du dir auch holen. Das ist super gut. Ja, das mache ich auch. Kann man eigentlich so andere Schwerter verkaufen? Ja, das habe ich schon gemacht. Eine Abenteuergilde wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Die hat auch noch offen, glaube ich, bis 12. Die hat bis nachts auf? Ja, die haben eigentlich nur abends bis nachts auf. Darf ich mal kurz betonen, dass wir immer vergessen, die Dings hier, die Pilze aus der Höhle zu holen? Nee, ich habe die schon geholt. Die Mine ist aber voll. Ach, die Mine? Also die Höhle ist voller Pilze gerade. Aber ich hab die Woche schon geholt. Wie oft kommen die denn? Die kommen täglich. Nee, die kommen... Ich hab schon mal am nächsten Tag geguckt, da war nix da. Hm. Also ich dann jetzt vielleicht alle zwei Tage? Ich hab jetzt gerade geguckt, da war okay. Voll. Okay. Also kannst du die vielleicht gerade noch holen, oder? Ach so, ich bin schon im Bett. Weil ich bin voll, deswegen... Dann stehe ich halt wieder auf. Da wird man mitten in der Nacht um 12:30 aus dem Bett geschmissen. Und Ahornsirup ist auch fertig. Oh Gott, nicht offen lassen. Sondern wahrscheinlich falle ich jetzt auf dem Hof um, weil ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe. Du musst ja nur da kurz in die Höhle hoch. Das dauert schon eine Stunde, du. Ja.
Ist richtig. Heute müssen wir ganz viel verkaufen, damit wir morgen 10.000 haben, damit ich vielleicht die Küche in Auftrag geben kann. Kriegen wir hin. Ich habe gerade, ne? So, nicht aus Versehen den Kugelfisch verkaufen. Ja, den kannst du nachher mal oder morgen in die Truhe packen, dann bringe ich den dahin. Hab ich gerade noch gemacht. Okay, dann schmeiß ich den gleich morgen in die, ins Päckchen. Juhu! So, ins Bett und morgen will ich eine Küche haben jetzt, hier. Darkside 13.05, moin. So, Kampfstufe 5. Alle Angriffe versuchen 10% mehr Schaden. Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Mhm. 50% Chance auf Crits oder generell mehr Schaden? Das ist eine schwere Frage. 50% generell? Ja, generell mehr Schaden ist... Das ist halt immer. 10%. Das wäre jetzt nach deiner Denkweise von vorhin das Richtige. Ja, aber hier... Nee, guck mal. Bei dem anderen hast du den Faktor, die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers wird um 50% erhöht. Mhm. Es ist also Fakt, dass ich 50% kriege. Also es wird um 50% immer erhöht. Ja. Aber der kritische Treffer ist nicht immer. Nee, aber, ja gut. Ein kritischer Treffer, das ist eine Variable. Ja, es ist... Da hast du die Wahrscheinlichkeit wieder. Ja, Crit. Also bin ich halt jetzt mal ein Hypocrit. Hab ich den Goldbarren in die Truhe geschmissen oder du? Ich. Okay. Ich wollte unbedingt auf die 1000 kommen. Ach so, ja, macht nichts. Ich habe ja aus der Expedition gerade ja 4 Goldbarren und mehr geholt. Also von daher. Ja eben, und ich habe den anderen Typen nicht gefunden, deswegen. Ich gehe jetzt... Nein, ich gehe nochmal kurz... Oh, was mache ich? Ah! Okay, ganz ruhig, Shiva. Erstmal gießen. Genau. Dann Hühnchen. Dann Fisch. Gießen. Guten Morgen, Darknet. Oh, Darknet geht's nicht gut. Oha. Wuso geht's auch nicht gut. Der ist beleidigt. Beleidigtes Hühnchen. Darknet ist mager. Oh, das kriegt zu wenig zu fressen, das Darknet. Das Darknet kriegt zu wenig. Das klingt so merkwürdig. Das letzte Mal mit einer Freundin gespielt, haben sie geheiratet. Ja, das geht ja. Man kann ja tatsächlich die Leute, mit denen man spielt, auch heiraten. So, ich gehe nachher zur Abenteurer-Gilde und gebe denen mal Geld. Beziehungsweise verkauft das alte Schwert. Jetzt, wo ich ja hier eine schwarze Klinge habe. Ich bin also Mihawk. Okay. Ich habe die Eier falsch abgelegt. Was mache ich dann? Auch wenn ich irgendwo schade finde, dass ich jetzt keine Keule mehr habe. So, Eier. Okay. Oh, es ist Samstag. Erst morgen noch ist. Fertig gießen. Morgen ist dieses komische Fest. Oh, es ist morgen schon. Ja, morgen. Okay. Dieses Mondquallen. Ding. Wieso ist das vertrocknet? Das hat gestern den ganzen Tag geregnet. Frechheit. Frechheit. So. Was ist hier fertig geworden? Hopfen! Hopfen! Wir können Bier machen. Nein, wir haben ja erst nur den Hopfen dafür. Ich komme da nicht ran. Shit. Angeln im Sommer bringt so viel scheiß Geld. Ja, schon, aber das Problem ist, irgendwie, ich angel nur Blödsinn gerade. Ich komm da nicht ran. Morgen kann ich ja sowieso nichts machen, also von daher. Der Holzpfad hier ist lose. Komisch. Okay. So. Also, alles der Reihe nach. Zuerst gehe ich jetzt hoch und frage sie, wie viel das, das Dingsbums kostet, die Küche. Und wie viel Holz das kostet. Und wenn ich genügend habe, dann gebe ich es in Auftrag. Und wenn ich nicht genügend habe, dann gehe ich runter und hack noch mehr Holz. Was hat der denn da für eine Jaspis?
Oh, cool, Dreck. Okay, 10.000. Ach, Ifrit ist da, aber ich glaube, dass der nochmal sich geupdatet hat mittendrin und deswegen gerade keinen Bock mehr hat, was zu sagen. Kann dem Ifrit gleich nochmal einen Befehl geben. Wo war die denn? Die war noch eins weiter oben, gell? Okay, there we go. Ich hatte gerade einfach nur meine Schokotorte auf dem Korb. Da. Hat sie dir gut gestanden? Ja, es sah gut aus. Ah, 450 Stücke Holz und ich habe 310. Also los geht's. Faule Socke. Dann gibt's die Küche wohl erst morgen. Morgen hat sie dann zu oder so? Nee, morgen ist sie's fest. Ah, nein! Du musst also noch warten mit deiner Küche. Ich hacke gerade, vielleicht klappt's. 450. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich gehe gleich mal in eine alte Mine und suche nach Kupfer. So, dass wir Kupferbahn zusammenkriegen, so dass wir die Spitzhacke mal aufpowern können. Ja. Yeah. Das wäre natürlich auch noch gut. Aber nicht die 10.000 dafür, die brauchen wir. Nein, 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 nein. Da gucke ich schon, dass wir das am Limit lassen. Ach, jetzt habe ich es in die falsche Richtung. Jetzt ist mir was ins Wasser gefallen. Ja, mein. Aber der Kugelfisch. Ich meine, wir haben 10.000. Ich könnte jetzt auch diesen einen Tresor reinprügeln. Ich glaube, so oft, wie ich gerade Holz schon gesagt habe in dieser Folge. It's all diese Folge Holz. Ist ja Wahnsinn. Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Shiva Holz sagt. Ja. Auf geht's. Aber natürlich nur Wasser, gell? Ihr wisst Bescheid, Kinder. Bei mir könnt ihr trinken, was ihr wollt, also. The fuck? Wieso fällt der in diese Richtung? Ich hab doch nach unten gehackt. Bist du hier irgendwo? Weiß nicht. Ich glaube schon. Hallo. Ach, da bist du. Versteckt. Der Baum wackelt einfach so. Schau mal, wieso fällt denn der schief? Geil. Ja, Mensch. Das hast du ja toll hingekriegt. Ja, ganz toll. Okay, den kann ich nicht. Ich brauche mehr Holz. Schnell! Aber ich werde es halt nicht mehr schaffen. Also hallo, Abigail. Ich kann ja die Leute nicht davon abhalten, irgendwas zu trinken. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist leider so. Oh. Ah, Holzi, Holzi, Holz. Schieber und ihr Holz. Oh Mann. Okay, es gibt offenbar Explosivmunition. Das ist cool. Kampfstiefel. Cool. Da habe ich was losgetreten. Holzi, Holzi, Holz. Abgeholzt. Ich will auch Kampfstiefel haben. Ich habe ja nicht mal Kampfstiefel. Ich habe die gerade nur im Laden gesehen. Ach so. So, dann gehen wir mal einfach in die ersten Etagen. Ich glaube, ich schaff's heute so. Nicht mehr. Mist. Okay, schon wieder Stiefel. Geil, ich habe Lederschuhe. So, ich will nur Zeug. Zeug. Das gute Zeug. Monster oh, aber wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich ein Bad. Ich bin nämlich low. Low, low, low. Low, low, low. Einfach interessant. Einfach Monster one-shotten, die hier rumlaufen. Außer diese Diktas natürlich. Doch, die auch. So, ich guck nur, dass ich hier Kupfer habe. So ein Bad, das ist schon was Schönes, du. Ach, bist du jetzt gerade in der Therme? Ja, ja, deswegen ja. Low, low, low. Low, low, low. Low, low. 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 To the window. To the wall.
Kohle. Jetzt habe ich Lust auf Need for Speed. Mm. Underground. Oh, den ersten Teil, den habe ich ja so ein bisschen gehasst, ne? Ja, ich auch. Weil der echt... Es war so dunkel. Das Rubberbanding in dem Spiel war so busted. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit jetzt Most Wanted gestreamt gehabt. Mhm. Ja, das finde ich besser. Das ist auch. Das macht echt aber Spaß. Das Schlimme ist, wenn man das so jetzt heutzutage nochmal wieder spielt, meine Güte, es ist doch ziemlich eintönig. Ja, aber trotzdem, teilweise besser ist sowas, so manche heutzutage noch rausbringen irgendwie. Ja. Also, das hat wenigstens noch was. Ich meine, irgendwie man auch ein bisschen eine Geschichte tun. Und so, keine Ahnung. Man hatte trotzdem was zu tun. Ja. Ich brauch noch einen Baum! Jetzt Herrschaftszeiten! A round down Baum. Out of trees. Hier. Underground 2 Den darf Baum ich nicht. Schlecht. Zwei Baum. Das ist ein Geäst oben und hat unten zwei Baumstumpfe. Das ist ein Zweibaum. Hallo Sam. Sam muss seine Oma anrufen. Um 10 startet morgen die Reise der Mondlichtquallen. Also Need for Holz, oh Leute! Ich bin schlimmer als der Joja-Markt. Ich holz hier gerade alles ab. Alles! Ja, guck mal, du bist auf eine andere Art und Weise schlimm. Ja. Es ist halt interessant, dass ich jetzt hier die ganzen Monster, die hier sind, absolut one-shotten kann mit meinem Megaschwert. Voll gut, das muss ich mir auch noch holen. Seid jetzt in der letzten Etage, wo ich war. Mhm. Oh, Gott sei Dank, hey. Gott, ich muss ja gleich schon wieder zurück. Jetzt hab ich's bald. Ey, so viel Holz, ist der Wahnsinn. 10 Stück brauche ich jetzt noch. Das kriege ich hin. Hoffe ich. Come on. Ach, ich hau einfach ab. Ja, es bringt ja eh nichts, weiter hochzugehen. Nee. Weiter runterzugehen. Ich suche ja aktuell wirklich eh nur, ja, Bronze, wollte ich gerade sagen. Gold. Nee. Nee, Gold nicht. Was suchst du? Bronze, ja. Das Rote, oder? Ja, das, was wir zu Anfang. Bronze ist doch. Genau. Nee, Kupfer. Kupfer. Ich bin auf Bronze die ganze Zeit. Ja, Kupfer. Ich habe eben gerade überlegt, das war doch nicht Bronze. Man wird schon ganz blöd. Ja. Ich habe einen Baum gefunden. Yippie. Baum. So komme ich heute nach Hause. Warst du schon wieder in der Bar und hast Bier getrunken? Nee, das habe ich auch so geschafft. Das ist das Harz von den Bäumen. Das war so lecker. Das hatte ich verkauft. Das brauche ich. Naja, verkaufen kann man. Das bringt veredelt ein bisschen mehr. Verendet veredelter Spitzenkaffee. Ups. Hab ich das nicht das letzte Mal gesagt? Ich glaube, da war sowas, ja. So kommt's wieder. Das sind immer diese Triggerwörter, furchtbar, ne? Ja, das sind so diese Werbeslogans, wo man sich so denkt, ah, ja. Da war das. Ich bin gerade ein bisschen verkaufshappy, ich verkaufe einfach alles. Ja, ich habe auch noch Zeug. Ich habe mir gleich hier Namen YouTube-Kanal, der mich für die ganze YouTube-Sache gebracht hat. Das ist interessant, sowas. Das höre ich relativ häufig sogar, dass ich Leute irgendwie auf YouTube bringe und all sowas. Ach. Obwohl ich literally. Ich habe die Frage erst nicht gehört, aber jetzt okay. Wait, wo ist mein? Ah, ist ja eigentlich lustig. Schatzjäger. Brauchen wir den Hopfen für ein Bündel?
Was habe ich da jetzt? Den wollte ich doch behalten. Das Bierbündel. Bierbündel? Das wäre doch cool. Guckst du eigentlich das Remake von DuckTales? Funky? DuckTales. Nee. Habe ich noch nicht. Aber ich höre immer nur, dass es gut ist. Das ist super, das hat voll Spaß gemacht. Und ich habe den alten Teil schon geliebt. Du meinst so die alten DuckTales-Folgen? Ach so, ich dachte, oder? Du meinst das Spiel. Ach so. Ja, es gibt ja auch von der Serie jetzt halt ein Remake. Ach echt? Mhm. Oh, das wusste ich nicht. Die habe ich auch geliebt, aber ich weiß nicht, ob die neuen dann auch gut sind. Oder ob sie es so verhunzen wie mit den Turtles. Nee, witzigerweise, das Remake von DuckTales soll richtig gut sein. Okay. Also, ich hab bislang nur die Trailer geguckt, aber die Trailer sind schon sehr interessant. Ja, das muss ich mir auch mal anschauen. Ich habe ja DuckTales geliebt. Na, wer nicht? Das ist so eine Serie aus den 90ern. Only 90s Kids will remember. Ja. Manchmal kriegen am Tag aber auch immer gut Geld rein. Also, so ist ja nun nicht. Mhm. Warte mal, war ich nicht noch? Guten Morgen, Teddybär. Sammeln ist bei mir fast auf Stufe 5. Wir haben Post. Ja, heute. Hallo, Eroshiva. Heute Nacht um 22 Uhr ist erst das. Wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Was müssen wir da heute Nacht hin? Ja, erst um 10. Das heißt, ich habe Zeit und kann jetzt unsere Küche in Auftrag geben. Wir können also jetzt den ganzen Tag noch dumm rumdödeln. Dödel. Kann ich denn trotzdem zum Strand? Ich würde gerne meine Dings hier, meine Krabbenkörbe leer machen. Vielleicht. Was liegt denn da? Darkwing Duck war auch so eine. Ist auch so eine Serie. Darkwing Duck ist toll. Ich habe mal reingeschaut, was jetzt so läuft. Und ich muss ehrlich sagen, früher war alles besser. Oh, ich kann echt nicht an den Strand heute. Zumindest was die Zeichentrickserien angeht. Alter, das kostet mich jetzt wertvolle... Er ist der Schreck, der dich anbietet. Wer ist der Kaugummi, der unter deiner Schuhsohle klebt? Das kriegen wir. Das geht mir gerade richtig auf die Zwiebel, dass ich hier jetzt heute nicht an den Strand kann, um mein Zeug leer zu machen. Haben sie alles abgesperrt? Ja, ich darf noch nicht an den Strand und meine... Oh, jetzt muss ich hier bis 9 warten, das ist doch doof. Miete kann ich auch nicht, weil sonst habe ich nachher keine Energie mehr. Mann! Scheiße. Ich habe heute ganz viel zu tun. Du kannst ja baden. Also ein bisschen in die Mine und dann baden. Hm. Die ist gar nicht mal so doof. Ja. Oder ich esse einfach Seetang. Kannst du auch machen. Mach ein Picknick. Geh zu meiner Angebeteten. Geh zu Abby. Und, ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe zu meiner Angebeteten und vorher fresse ich erstmal Seetang. Ja, Mensch. Mann. Best Lover. Internationaler Shiva der Bauertag. Was? Oma Shiva spricht, damals war alles besser. Ja, stimmt ja auch. Aber zumindest nur, was die Zeichentrickserien angeht. Jetzt sogar schon 6 Herzen mit Abby. Das Bild im Kopf, wie Shiva an einem Baum leckt. Man muss den Marmor ablecken. Holz. Kriege ich nicht mit Abby jetzt mal demnächst Zug. Nicht mal wieder ein Event? Bestimmt. Ich meine, jetzt mit 6 Herzen. Oh, ihr habt schon 6 Herzen. Aber passiert nichts. Schade. Oh. So, was wollte ich denn? Ich kaufe uns jetzt eine Küche. Joa, schon. Schau auf dein Geld, gleich ist es weg. Oh, das Geld. Was meinst du, Geld? Nein!
Jetzt werden wir nie erfahren, was das Geld von uns wollte. Oh, ich glaube, es wollte eine Küche. Sie braucht 3 Tage, hat sie gesagt. Sonnigen oder regnerischer Tag zwischen 21 Uhr und Mitternacht in die Stadt laufen. Vielen Dank. Werde ich machen dann. Der freut sich immer über Essen. Das ist so süß. Der Obdachlose. Der Obdachlose. Erwische ich den Zug jetzt noch oder ist der jetzt schon abgefahren? Das Problem ist, wenn ich das heute mache, verpasse ich das Event. Kein Zug. Also muss ich sogar vor 21 Uhr dieses Mal schon in der Stadt sein, weil ich sonst mit ihr das Event trigger, aber wir dann nicht mehr zum Fest können. Ach so, du hättest ein Event mit ihr um 9 Uhr. Ja, also so wie ich das jetzt gerade lese, an sonnigen oder regnerischen Tagen zwischen 21 Uhr und Mitternacht einfach in die Stadt laufen. Ah. Ja, die Dings sind ja manchmal ein bisschen spezifisch. Mhm. Aber ist es eigentlich nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, dann ist es halt nicht so ganz pauschal immer. So, da ich den Rest nicht spenden kann. Geil, kann ich es verkaufen. Ups. Verticken! Shiva macht Überschwemmung auf dem Schreibtisch. Das ist nicht gut. Nee. Ich hab mir halt gedacht, ich mache mir hier so ein schönes Zitronenscheibchen rein. Und dann habe ich zu Feste eingeschenkt und dann ist es übergeschwappt. Über dem Zitronenscheibchen. So. Gigi. Alles wieder gut. Ja, super. Oh, staubig, muss ich mal wieder putzen. Ich putz jetzt! Ja, gut. So ist es. Einmal angefangen, ne? Dann muss man den Schreibtisch putzen. Okay. So, Pilze. Ich war baden. Mir geht's gut. Pilze abgreifen. Können wir ja auch mal wieder verticken, weil die wir jetzt haben, solange ich keine Pilzsuppe machen kann oder so ein Scheiß. Oh ja. Nächstes Jahr wieder, wenn er wieder kommt mit seinem riesen Suppentopf. Einen roten Pilz reinschmeißen. Ja. 2. Jeder von uns schmeißt einen rein. Ich frage mich ja wirklich, ob das geht. Ich auch. Ob du wirklich den Präsidenten da vergiften kannst. Alle. Die essen das ja alle. So um 9 heute Abend. Ja, dann könnte ich ja theoretisch eigentlich noch mal kurz in die Mine schauen. Oh, ich bin jetzt hier gerade. Schauen wir mal, was auf 90 ist. Ein schönes Schwert oder so. Man kann Amethysten, wenn man 5 Amethysten hat, kann man die einschmelzen? Echt? Zu einem großen oder wie? Scheinbar. Cool. Werde ich mal aus. Ich spare mir die mal. Ja, das ist cool. Dann kriegt Abby demnächst erstmal nur Blumen. Mag die auch Blumen? Ja. Sie findet sie okay. Okay. Was ist das? Deswegen, ich bin jetzt gerade hier eigentlich nur am dafür sorgen, dass wir hier genügend Ach, Öfen Holz. Haben. Ach, Holz. Okay. Wir können auch noch mehr Öfen bauen, aber da brauche ich noch mehr Kupfer. Ich bin in der Mine. Oh, ein Diamant. Cool. Also wenn du Kupfer findest, ist es super. Ja. Sie verkostet, alter Geizkragen. Der Deo schnauzt sich seit Ewigkeiten bei mir durch. Und sie wollen ihn nicht wieder einschieben mit diesem dämlichen Groschen. Wer meckert denn da? Ariman meinte das gerade im Chat bei mir. Ach so. Oh, super. Und mit dem Schwert gehen die ja voll gut. Ach, hast du ja auch das Schwarze geholt, das Obsidian-Schwert? Ja. Das ist super. Oh, ich sollte ein Ei. Ach, ich habe aber 2. Mm. Ein Ei. Ich habe zu viel Zeug mitgenommen. Was esse ich denn jetzt oder schmeiße es weg? Ich glaube, ich gehe wieder raus. Tue dies. So, die können wir mal. So viele brauchen wir ja gar nicht. Gold. Hm. Dieser blöde Anker, ich will den nicht. Weg damit. Ich will einen Feuerquarz. Das ist schön. So, besser. Oh, oh Gott. Ah. Das ist ein Telebimmler. Ja, ich habe gesagt, wenn was Wichtiges ist, dann bin ich zu erreichen.
Ich muss aber erst aus der Mine rausgehen. So, du kannst ja mal unterhalten. Ich bin ganz kurz, ja. Ne? Mikro und so. Hi. Und so wurde ich dazu verdammt, euch zu unterhalten. So endete unser aller Schicksal. Denn nur so werden wir jemals verstehen, wer am Telefon war. Wer könnte zu so einer Zeit denn anrufen? Wer könnte überlegen? Ich muss sie jetzt anrufen und sagen, was wichtig ist. Vielleicht ist es nur ein Vertreter. Ein Vertreter, der seinen Job machen will. Ein Vertreter, der sie just in diesem Moment fragt, möchten sie eine Lebensversicherung abschließen? Und darauf wird sie antworten, nein. Wir brauchen keine Lebensversicherung, denn das Leben ist nicht versichert. Das Leben ist nicht sicher. Also gibt es nichts, was wir versichern können. Clint ist deprimiert. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm niemals ein Stück Eisen gegeben. Aber so ist das Schicksal. Man weiß nicht, was Leuten gefällt. Man kann nie wissen, was den Leuten schmeckt. Denn Geschmäcker sind unterschiedlich. Und genau so, wie diese Person, die jetzt gerade bei ihr angerufen hat, weiß niemand, was jemandem schmeckt. Es gibt Leute, die essen Alge und kommen damit übers Leben. Es gibt Leute, die müssen andere Leute unterhalten, indem sie einfach nur da sind und philosophieren. Und es gibt Leute wie mich, die hoffen, dass sie jetzt bald wiederkommt, weil ich möchte ungern das Ganze, ne? Das hast du wunderschön gesagt. Hab ich das? Ja. Okay, gut. Sorry, war wichtig. Deswegen, ich habe den Handwerker gesagt, wenn irgendwas ist, dann sollen sie mich anrufen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es tatsächlich machen, aber sehr gut. Perfekt, so, ich habe den Ton ausgemacht. Jetzt ruft keiner mehr an. Und wenn doch, höre ich es nicht. Jetzt können wir wissen, jetzt ist auch gleich das Event, also von daher. Oh ja, stimmt, ich renne schon mal runter. Wie gut. Es könnte eine Holzfirma sein. Die wollen dir dein Holz verkaufen. So. Keine Ahnung. Die Firma, die mich angerufen hat, könnte eine Holzfirma sein. Mhm. Die das mitbekommen haben. Ja. Oh Gott. Ach, das war wunderschön. Ich habe so mit einem Ohr, habe ich so ein bisschen dir zugehört, du? Andere Ohr der Handwerker, das war sehr harmonisch, das Ganze. Ein Traum. Kannst du froh sein, dass ich nicht die Death-Metal-Variante gewählt habe? Dann hätte ich dich wegschmissen. Und dann so, disrespect your surroundings. Okay. Oh, ist ja ganz dunkel hier. Oh. Könnte wichtig sein. Hallo, Meinungsforschungsinstitut. Ja, ganz wichtig. Oh, wie schön. Ich krieg morgen eine Herbstsaat geschenkt. Oh, cool. Oh, Mann. Ich schon längst schlafen. Als junges Mädchen. Denkst du, ich bin zu alt, um sowas zu genießen? Oh, Gewitter. Jetzt geht's hier aber ab, du. Telefon, Gewitter, heute ist Action. Mhm. Voll Action, du. Voll, das ist schon ein krasser Tag. Telefon klingelt, Gewitter. Selbst der Zauberer ist hier. Cool. Ich such den Sam. Vielleicht ich sollte schon längst schlafen. Vielleicht sind die am Steg. Vielleicht. Ich meine, die coolen Kids stehen am Steg. Ja. Da ist der Zauberer, da hinten. They're gonna be like the cool kids.
Cause all the cool Wie hast cats. Du mich hier hinten gefunden? Ja, ich habe hellseherische Fähigkeiten, deswegen habe ich ihn da hinten gefunden. Ah, hier ist Sam, bei Abby. Ah! Sebastian. Ciao, Sengu. Ja, wo ist er denn? Da, da drüben! Die Natur ist schon beeindruckend. Ja. Der kann auch mal was Positives sagen, der Shane. Shane in the membrane. It's Shane in the brain. In Shane in the membrane. Ich will den seltenen grünen Wabbel sehen. Alter, selbst Elliot ist hier. Ja. Oh Gott, der hat Angst. Oh, der hat eine dicke Nase. Der Gas. Der möchte sie am liebsten essen, okay. Ja, das Problem ist, am liebsten würde ich ja... Ne, Sebastian steht ja hier gerade so, ne, so am Wasser. Schubs. Und dann den Kopf unter Wasser halten. Aber nur kurz, oder? Nur so zum Schrecken einjagen. Ein bisschen länger. Na? Na? Ich wollte schon immer mal testen, wie lange Luftblasen erscheinen. Okay. Es geht, Willi. Es ist einfach eine Studie, oder? Es ist einfach nur eine Studie. Das ist eine Studie, genau, ja. Ich glaube, du musst dann nachher mit Dings reden, damit wir loslegen können damit. Ja, ich habe jetzt auch alle durch. Ich auch. Guten Abend, Eroshiva. Die Mondlichtquellen sind nahe. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Anlegestelle. Soll ich das Boot jetzt losschicken? Ja, oder? Schick das Boot los! Los! Mach doch mal hin! Achso, jetzt. Tink. Wo bin ich? Ach, da! Neben dir. Ich stehe beim Fischladen. Oh. Schön. Eine Qualle. Ah. Die Musik ist schön. Plötzlich hole ich meine Angel raus. Hi ho! Plonk! Mach das bloß nicht. Alex LP 93, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Alter, was ist das denn für eine Mutation da? Keine Qualle geangelt, oder? Langsam, wo ist eigentlich der Kugelfisch? Blasse Mondlichtquallen führen ihren Weg. Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite, unbekannte Fort. Schön. Sie sind ans Ufer geschwommen, also ich meine ja nur... Das heißt, man kann sie jetzt angeln. Warum hast du einen Stein auf dem Kopf? Bist du ein Döner? Ich habe einen Stein auf dem Kopf, ich bin Döner. Gute Nacht. Yes. Ah, die Küche kommt bald. Ich freue mich. Die Küche kommt bald. Quelle Küchen. Ah, die Pilze. Ja, stimmt. Die haben was eingebracht. Alter, die Schriftrollen geben gar nichts. Alter. Was ist denn das für eine Schriftrolle? Ah, die habe ich gefunden in der Höhle. Ist eigentlich hier. Zweimal ein Gold. Ja, eigentlich sind die fürs Museum, aber da wir die schon im Museum haben, habe ich sie verkauft. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass die so wertlos ist. What the fuck? Oh, ich habe vergessen. Wir haben Herbst. Das ist jetzt schon Herbst?
Ach, wie cool. Ich habe vergessen, oh, Tatsache, da oben. Gestern noch die Kochsendung zu gucken. Aber, guck mal, die arbeitet. Die haut auf deinem Haus rum. Nein, nicht einfach nur drauf rumhauen. So baut man doch nicht. Die prügelt einfach auf dein Haus ein. Das ist falsch. Oh, geil. Das weiß ich genau. Oh, wir haben Herbst. Voll cool. Alter, mir gefällt die Farbgebung richtig gut, die hier jetzt gerade ist. Ja, das ist total schön. Das heißt, ich muss jetzt demnächst groß fischen gehen. Oh Gott, und ich muss alles nochmal neu anpflanzen jetzt. Oh, ich werde wieder viel zu tun haben gleich am Anfang. Brombeere. Brauchen wir Brombeeren für irgendwie ein... Oh, bestimmt. Bestimmt für das Herbstbündel. Ja. Da muss man ja immer das nehmen, was so rumliegt. Ich gehe da leider. Nicht die Hühnchen gießen. Nicht die Hühnchen gießen. Ich bin mal gespannt, was ich nachher so für neue Fische fange. Mhm. Wo ist denn das dritte Hühnchen? Warte. Hab ich jetzt. Darknet sieht ganz in Ordnung aus. Das Darknet sieht ganz in Ordnung aus. Das sind Sachen, die man so nicht so offen bekannt geben sollte. Shrimp. Das kommt davon, wenn man den Chat entscheiden lässt. Das nächste Hühnchen nennen wir dann Dinkelberg. Ja. Dinkelberg. Ist sehr gesund. Theorieunterricht für den Führerschein. Ja, dann viel Glück. Du bist auf der sicheren Seite, sobald du niemanden überfährst. Theoretisch. Es geht ja um den Theorieunterricht, ne? Hey, Penny. Oh, es ist alles kaputt gegangen. Nur das nicht. Ich muss hier alles neu machen. Harvey will. Ich hole erstmal die Samen. Oh, am 13. hat Abigail Geburtstag. Da musst du ihr was schenken. Oh, einen Stein. Oh, ich schenke dir da den Amethysten, der hier den Mega. Das heißt, ich muss in die Mine und mehr Amethysten grinden. Mhm. Einen habe ich da reingelegt. Haben wir Sommer schon also in die Kiste. Satt. Ich hatte den Sommer schon ziemlich satt. Ja, warte mal, dann kriegt sie jetzt von mir. Ah, nee, Shrimp ist doof. Nee, dann kriegst du heute noch nichts. Dann müssen wir das mal auf die Woche ein bisschen verteilen. Die Abby? Ja, dann ich schenke ihr jetzt keinen Schrott, wenn sie denn nächste Woche Geburtstag hat. Ja, stimmt. Und die Brombeere muss ich mal gucken wegen Bündel. Kann vielleicht ich also triffst du sie ja auch noch da für das Event. Mein Vorrat an Seetang geht zur Neige. Wenn mir jemand etwas davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich lasse es mal für dich hängen. Du bist eher der Seetang hat. Ja, doch. Ist das nur für heute? Habe ich jetzt nicht geschaut. Weil ich müsste dann meine Angel noch holen gehen. Okay, also Kürbisse würde ich gerne anpflanzen. Klingt gut. Was haben wir denn für viele Kästchen sind denn das immer? 6, 7, 8 oder 9? 8, glaube ich. Ja, hier Brombeeren, Tatsache. Jetzt brauchen wir noch sowas, was aussieht wie eine Pflaume und etwas, was aussieht wie eine Nuss. Süßkartoffeln. Und der Winter fehlt noch. Preiselbeeren. Oh, die sind teuer. Lass mich raten, jetzt habe ich nicht. Fisch für den Sommer vergessen. Ah, oh, wir sind ganz aufgeregt. Auf einmal haben wir Herbst. Oh. Nee, doch nicht. Okay. Jeder ist auf einmal totally insane. In the voll. Wah! Gut, dann gehe ich heute noch nicht angeln. Dann gehe ich jetzt heute noch mal in die Mine. Such nach Kupfer und Amethysten und Zeug. Ja. Beziehungsweise bash mich dadurch. Sam! Ah, oh, ich auch. Ich gehe auch gern spazieren im Herbst. Da macht das Wham mit dem Sam. What? Demetrius, wo willst du denn hin? Achso, du schreibst? Ach, die haben auch andere Angewohnheiten zu jeder Jahreszeit. Macht Sinn. Stimmt. Ja, weil jetzt geht der Sam irgendwie in den Wald. Da habe ich den noch nie gefunden oder getroffen oder wie auch immer. Es macht Sinn auf jeden Fall. Ja, voll. Counter! Außerdem kriege ich dann mal wieder ein paar Köder, damit ich überhaupt mal vernünftig angeln kann. Nein, Sam! Er ist in den Joja-Markt gegangen. Verräter! Ich
mag dich nicht mehr. Hier ist deine Cola. Deine Julia mag Cola. Was macht der? Oh mein Gott, diese Etage war damals. Der arbeitet hier. Der hat sich gerade umgezogen. Köter! Und schwere Köter! Jetzt putzt er hier den Boden. Sam ist bei der Arbeit. Lenke ihn besser nicht ab. Was? Oh nein. Habt ihr ihre Business-E-Mail-Adresse für Anfang? Was? Eine Business-E-Mail-Adresse? Was für Anfragen? Für was? Ich verstehe es auch nicht. Ich lese gerade nur die Frage, ob hier... Ach so, zu Indie-Spielen. Wie ich zu Indie-Spielen generell stehe. Sorry, den Kommentar habe ich gerade eben gar nicht gelesen auf einmal. Bin ich immer down für. Indie-Spiele sind super. Kommt halt auch immer drauf an, was es genau ist. Was halt für ein Indie-Spiel, aber im Grunde genommen super. Also am besten mich mal auf Twitter anschreiben. Meine Business-E-Mail-Adresse, ich habe nie eine gebraucht. Deswegen... Das ist halt die bei YouTube steht, ne? Oder ja, hast aber du da keine angegeben? Doch, aber da gucke ich nie rein. Ach so. Weil der Kram, Google und YouTube schickt dir ja wirklich für jeden Blödsinn was, also... Ja, stimmt auch wieder. Deswegen... Aber ich habe da extra eine andere E-Mail, also da kommt wirklich eigentlich nur die Anfragen. Nee, also... Das passt ganz gut. Am besten DM über Twitter oder Facebook. Das ist bei mir noch aktuell das Professionellste. Oh, ich habe ja hier noch Golderz gelagert bei mir. So. Beziehungsweise ich hatte es einmal, dass mich jemand angeschrieben hat bezüglich seines Spiels. Und der hat mir dann auch direkt gesagt, hier hast du einen Steam-Key und auf einmal hat das funktioniert. Der hat mich ganz normal auf Facebook angeschrieben. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten. So, alles vorbereitet. Jetzt muss ich noch Dünger herstellen. Ach komm. Boom. Wir haben das Harz. So, was ist gerade schief gelaufen? Irgendwas war doch gerade schief. Na komm, wo ist die Leiter? Sag mal, wo war ich gerade? Ich weiß nicht. Ich war gerade beim Samen kaufen. Ich suche. Und dann wollte ich noch irgendwas. Und jetzt bin ich verwirrt. Confused. Schön. Ja, ein bisschen. Ich hatte noch irgendwas vor, jetzt weiß ich es nicht mehr. Mann, meine ganze Energie. Oh. Weil ich den blöden Weg nicht finde. Facebook lebt noch. Ja, bisschen. Ein bisschen noch, ja. Ich guck da zwar rauf, aber in der Regel schreibt da niemand. Ich poste da auch eigentlich nämlich nichts mehr. Ja, bei mir geht das so automatisch, dass da Videos, die ich auf YouTube veröffentliche, werden halt automatisch auch auf Facebook und Twitter gepostet. Das geht halt so automatisch. Ja, hier oben ist blöd eigentlich. Dann machen wir jetzt mal nicht, ne? Wir machen hier so schön. Aber jetzt mal so gefragt, worum geht's jetzt eigentlich? Also, jetzt wurde ich gefragt, wie es halt, wie ich zu Indie-Games stehe und ob ich eine Business-Adresse hätte. Ach so, ja. Also. Ja, 8 war richtig. Perfekt. Ach, guck mal. Monsterfleisch. So, alle sind aufgeregt im Herbst irgendwie. Ja, das ist ja jetzt Herbst und so. Ja, Herbst. Wait, what? Ich kann Kirschbomben herstellen? Cool. Ich leg schon wieder alles neu an hier unten. Ach, Kupfer und Kohle. So, ich sollte mal langsam zurückgehen. Ich werde das vielleicht in größerem Stil diesmal dann auch machen. Dann bist du vielleicht ein bisschen mehr für die Mine zuständig. Okay.
als ob ich das nicht grundsätzlich mache. Ja, aber ich habe halt noch versucht, ab und zu in die Mine zu gehen, aber dann werde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Vielleicht noch am Sonntag oder so ab und zu. Ich meine, so, es ist ja nicht schlecht. Mhm. Ach nee, warte. Erst in die Stadt, wenn es 21 Uhr ist für das Event. Was ich gerne machen würde, ist, wie heißt das? Den Sprinkler, den besseren. Ach, den kann ich noch gar nicht herstellen. Wieso? Fehlt dir da was, oder? Ja, weil der jetzige ist kacke. Ich muss immer nachgießen. Ja. Der gießt nicht alles. Das ist total blöd. Der gießt nicht alles? Der gießt nur 4 Slots immer. Und das sind immer 8 Slots um ihn herum. Zu sagen, dass ihr eine Kooperation habt, nicht für sie zusammen streamen. Hoppala. Oh. Ja, jetzt krieg ich echt ein... Abby, warum bist du auf dem Friedhof? Oh. Ja? Okay, fertig. Kaffeekanne gehört. Geholt hast du vergessen. Warum ich zu dieser Stunde am Friedhof bin. Ich bin hier, weil es der beste Ort ist, um ein wenig Ruhe zu haben. Oh. Ich bin ganz verschwitzt, weil ich mal im Schwertkampf trainiert habe. Sie trainiert Schwertkampf. Wie cool. Du denkst, ich sei zu schwach für ein Schwert? Nein. Entschuldige, ich habe das etwas zu persönlich genommen. Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, unbewaffnet aufzubrechen. Oh, wem sagst du das? Oder? Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Nee, nie. Wir doch nicht. Nur zur Selbstverteidigung? Ja, was gefällt dir denn über... Ja, Selbstverteidigung. Sicher, ich will ja auch nichts töten. Ich will einfach nur ein wenig erkunden und mein Leben aufs Spiel setzen. Und ohne mein Leben aufs Spiel zu setzen. Mein Leben aufs Spiel setzen. Ja. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendwas Bemerkenswertes gemacht, wenn man sich erinnern würde. Ich will auch ein Abenteuer auf Abenteuer gehen. Du komm mit, ich gehe jeden Tag in die Höhle. Oh, nimm sie mit. Romantisch. Oh, oh shit. It's Mega Dad. It's Pierre. Was? Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Es ist nach 21 Uhr, Dude. Es ist 23:30. Was machst du überhaupt auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Was ist das denn für ein Blödsinn? Es ist kein Ort für eine junge Dame. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ich sollte also daheim und kochen sein und ein Mädchen bin oder was? Boah! Lass uns von hier verschwinden, Showstude. Okay. Oh. Ja, geil. Direkt mit dem Stiefvater verscherzen. Dann kommst du mit oder nicht? Oh Gott. Ja, okay. Mein Gott. Mein Typ denkt, ja gut, danke, dass du mit ihr gehst. Was soll schon passieren? Will er mir jetzt kein Zeug mehr verkaufen? Puh, ihr wird mein Vater uns nicht Was? Okay. Bist du jetzt weggelaufen? Ja, Spiel vorbei. Nee, wir sind weggegangen. Kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß. Ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt. Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? Das ist verständlich. Danke, dass du mir zugehört hast, Showstude. Könntest du mir jetzt helfen, meine Haare aus diesem Busch hier zu befreien? Natürlich. Gerne. Ist die süß. Wir sind also quasi... Oh, shit! Oh, fuck! Ah! Hast du jetzt erst auf die Uhr geschaut? Ah! I let my dick do the talking und jetzt verpenne ich gleich. Ich weiß. Ah! Das ist so blöd. Yes! Book it! Ah, oh, grad so, du. Wer ist denn ihr Stiefvater? Ja, Pierre wahrscheinlich. Ach, oder, der Pierre. Oder der Zauberer. Ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Das ist, glaube ich, ihr richtiger Vater. Ich habe keine Ahnung. This is weird. Das ist total chaotisch. Oh, aber jetzt kann ich irgendwie Zerstörung. Jetzt kann ich ihren Geburtstag kaum noch abwarten irgendwie.
Ach, die hat jetzt dann Geburtstag. Jetzt stimmt. Nächste Woche, ja. Ich weiß ja nicht, oh, wie lang haben wir heute noch Zeit? Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Eine halbe Stunde auf jeden Fall noch. Ah, ich glaube, so weit kommen wir damit aber nicht. Geode. Ach, tick mal hier. Das Witzige war, weil ich gerade bei heute an das Spiel erst gedacht habe. Also heute im Spiel, heute. Und überlegt habe, was wir heute im Spiel noch machen wollen, wofür wir Zeit brauchen. Ach so. Ja. Da war die Verwirrung groß. Hat das jetzt bei mir Herzen für Sie gebracht? Nee, immer noch 6. Oh Mann. Was machst du mit den Goldbahnen? Kupferbahnen? Die wollte ich nachher für die Spitzhacke benutzen. Okay, dann also, tue ich die hier rein. Genau, ja. Gut. Pack die mal zu den anderen. Ich hab die nur gerade nochmal reingeschmissen, weil ich gerade dabei war. Ah, oh, was für ein Chaos. Okay, jetzt ist wieder alles ruhig. Geil, Lehm. Sam, 1, 2, 3, 4. Also ich habe 5 Herzen mit dem Sam. Dann habe ich wahrscheinlich auch ein Event bei 6 Herzen. Ja, und dann ist es halt immer so eine Sache, das ist ja offenbar speziell immer, wo die sind und wie. Also müsstest du mal gucken, vielleicht hast du ja auch so einen schlauen Chat wie ich, der dir dann sagt, wo du was machen musst. Vielleicht. Vielleicht warte ich es auch ab. Ich finde das immer schön, überrascht zu werden. Was dann passiert auf einmal, wenn naja, ich irgendwo bin. Also, ich wäre da jetzt früher oder später auch drüber gestolpert. Genau. Nachts um 21, nach 21 Uhr dann da hingehen. Also da wäre ich so oder so drüber gestolpert irgendwann. Ja. So wie ich meistens in der Nacht noch unterwegs bin und alles. Ja, du rennst da ja voll oft von der Mine runter oder so. Oder auch vom Strand aus, je nachdem. Möp, möp, müsst ihr immer hupen da draußen, ihr Mongos. Also es ist schön, dass ihr da die eine Auffahrt machen wollt, aber müsst ihr dabei immer rumhupen, als ob ihr nichts gesoffen hättet. Ja, zwar viel mit meinen Eltern, aber ich weiß, dass sie nur auf mich aufpassen wollen. Keine Ahnung, bei mir verrate es niemandem. Of course not. Was denn? Was hast du nicht verraten? Nichts. Oh. Okay, gut. Gut, dann gehe ich jetzt... Warte mal, wie viele Kupferbahnen haben wir jetzt? Waren das 5? 5! Gut, dann kann ich ja wieder in die normale Mine gehen. Kann ich ja wieder da fighten. Oh, ich komme mit. Ich habe eh nichts mehr zu tun gerade. Oder, warte mal. Oder ich kauf Samen und mach weiter. Kauf Samen, würde ich eher sagen, weil ich kann... Okay. Ich kann doch nicht so weit, weil ich low an Energie bin. Okay. Ja gut, ich war sehr lange unterwegs, also... Ja gut, kann ich nicht so viel machen. Hallo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Na, dann mal gucken. Ich glaube, es ist trotzdem gut, wenn ich weiter unten suche. Das ist, glaube ich, eher die Chance, dass ich Amethysten finde. Also generell. Wann hat sie jetzt? Ach, 13. Ja, okay. Genau. Moment mal. Schaffen wir heute nicht mehr. Ja. Moment, am 13. Ja. Ich habe auch am 13. Geburtstag, also... It's magic! You know! Oh mein Gott. Wuga, Viecher und... Wuga, Wuga! Okay, die Crit, wenn ich kritte, mal irgendwie über 100 Schaden. Also es gibt schon so einen roten Faden vom heutigen Tag, ne? Wuga, Wuga, Holzi, Holzi, Holzzerstörung. Bah. Bah. Ich hab meine blöden Sachen jetzt oben vergessen, weil ich dachte, ich gehe nie wieder. Brauchen wir nur 2000, damit ich die Dings auch verbessern kann. Da. Das. Ja. Ein Bild brauche ich nicht. Vielen Dank. Yes. Wugamenschen. Nehmt eure dunkle Materie und geht woanders hin.
Hä, wieso geht das nicht? Weil ich eine Axt in der Hand habe. Das Crap. Warum droppen die Viecher eine Krabbe? Eine lebendige ganze Krabbe. Okay. Ich habe zu viel Müll gerade in meinem Inventar. Schenkt es dem komischen. Sebastian? Ich meinte den, der immer so meckert. Wie heißt denn der? Ach, der im Rollstuhl, der Sack. Nee, der andere. Der so richtig unfreundlich ist. Sean. Der trinkt immer Bier und... Ja, genau, genau. Der scheiß Einzelhändler. Ja, genau. Den hast du doch eh schon beworfen. Komischerweise, ich glaube, mit dem bin ich sogar noch relativ töfte gerade. Echt? Ja, mit dem habe ich zwei Herzen, genau wie mit Caroline und ab dann geht's los mit den Einherz-Leuten. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe nur mit Demetrius und mit Robin noch eins. Sonst habe ich mit niemandem irgendwas zu tun. Ich habe eine, das Ding hat eine Bombe gedroppt? Was? Okay, einmal, ein Vieh hat gerade einen Goldbahn gedroppt. Das ist schon mal krass genug. Bombe! Ist das ein... Was habe ich hier? Ach, organisieren, oh. Eine Bombe, kannst ja. Kannst du da wegspringen? Oh, ich habe einen Rubin gefunden. Ist auch cool. Schön. Aber die Bombe interessiert mich gerade mehr. Ja, mich hätte ich gesagt auch. Muss ich mal benutzen. Benutze Bombe mit Kopf. Benutze Bombe mit Kopf? Was? Wir haben vorhin noch über Point and Click Adventure gesprochen. Achso, und das ist so ein Running Gag, oder was? Ja, benutze und mit ist halt sowas von den alten Point-and-Click-Adventure, also Maniac Mansion zum Beispiel. Und da konntest du halt auch so einen Blödsinn machen, dass du halt dann benutze kleiner Schlüssel mit und dann kannst du halt alles anwählen, was halt im Raum ist. Und dann kommt halt auch Blödsinn raus, ne? Bäh! Aggressiver Wuga-Mensch. Wie lange braucht die denn noch hier, die Tante? Morgen ist dein Haus fertig. Ja, morgen ist das Haus fertig. Ich gehe ins Bett. Schon? Morgen ist das Haus fertig. Das ist schön, aber... Okay. Ich bin noch in der Höhle. Na gut, ich komme in die Höhle. Ich kann die Bombe hier mal ausprobieren. Ne, ich benutze erstmal die Sherry Bombs, um sparen. Ah. Geh mal den Sam suchen. Jetzt weiß ich wieder, worüber ich mich aufgeregt habe, dass der Sam im Joja-Markt arbeitet. Ich wusste doch, das, da war was gerade. Ja, das ist ein Grund, sich hier aufzuregen. Ja, das geht ja. Da ist gleich wieder verdrängt, ne? Das ist mir wieder eingefallen. Das geht ja gar nicht. Also jetzt ist die Beziehung komplett zerstört eigentlich. Ja. Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Echt mal, sowas zu unterstützen, ey. Ja. Wahrscheinlich gehört er auch zu diesen Ugam-Menschen, die hier unten rumlaufen. Oh Gott, der ist der Anführer. Er ist der Anführer der Ugam-Menschen. Plot-Twist. Okay, ich kann runter. So oder so. Also kann ich hier nochmal ausnutzen, was ich hier kriegen kann. Oh, ich renne gegen die Wand. Aber hier ist soweit nichts. Gut. Dann sind wir bald tatsächlich Höhlenstufe 100. Krass. 95 sind wir jetzt. Da ist der Aufzug. Das heißt, oh, der Mann von der Jody ist auch im Außendienst gerade. Also wir sind hier voll im Krieg irgendwie. Ey, das ist, ich sag ja, das ist hier voll der Subplot. Aha. Mit irgendeiner Warzone und hast du nicht gesehen. Voll. Iridium, ist das? Iridiumbahn aus purem Iridium. Ist das das, was dabei rauskommt, wenn man hier die Amethysten zusammenknüppelt? Ach, vielleicht, ja. Zumindest genauso blau, also... Es ist blau wie das Meer, ne? Sieht man die Quallen eigentlich jetzt noch unten?
Nö, also nicht tagsüber. Ah, ich geh mal jetzt gucken. Tu das. Ich bin jetzt so langsam auf dem Rückweg, weil mein Inventar ist voll. Morgen ist das Haus neu. Also ich frag mich ja, wie das jetzt funktioniert. Ich leg mich jetzt ins Bett und dann wache ich plötzlich im neuen Haus auf, oder wie? Ja, sie prügelt ja in der Zeit weiterhin auf dein Haus ein, also. Und da kann ich schlafen, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, oh, Möwen. 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 Hör mal du, Möwen. Ein wahrer Angler hat Respekt vor dem Wasser. Vergiss das nicht. Okay. Fick dich, Wasser. Ich hab nicht mal eine Angel dabei. Dann bist du wohl kein wahrer Angler. Was? Ich vergesse jedes Mal, dass... Da hingepinkelt. Ich vergesse immer, ich habe hier die ganze Zeit so ein Klopfen noch gehört. Ja? Und dann ist mir erst eingefallen, ach ja, die Robin prügelt ja immer noch auf dein Haus ein. Ja, gerade hast du es gesagt. Gut, soweit, so gut. Ein Rubin. Können wir zu Gunther bringen, ja. Gute Idee eigentlich. Auf ins Bett. Auf ins Bett! Brauchst 5 Erze. Goddammit. Was? Zundersaftwald. Aha. Zundersaftwald. Das haben wir aber nicht so genannt. Aber es passt voll. Ja, doch. Lustig. Lustig. Okay. Lustig. Lustig, lustig. Tralalalala. Bald ist die neue Küche da. Man, weiß das gerade jemand? Wenn ich hier diese, wenn ich Amethysten einschmelze, um damit was, um das Ding zusammenzukriegen, kommt da A, Iridium raus und B, steht Abby da drauf? Weiß das gerade wer? Hey, X-Gamer. Ich habe den Erfolg Ausbauen erhalten. Aha, cool. Ja, weil dein Haus ja ausgebaut ist. Ja, ich bin gespannt. Oh, ich bin so gespannt. Ich kann jetzt endlich kochen. Breche ich jetzt auch mal gleich bei dir ein, das will ich auch sehen. Ja. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, ich habe ein Doppelbett. Nice Hausfront, though. Wow, ist das geil. Wow. Schau mal die Küche. Pfannkuchen, Omelette, Spiegelei. Oh, wie geil. Überlebensburger, Bauernmahlzeit. Oh, wie cool. Du hast sogar einen Kühlschrank. Aber was ich hier. Alles. Was ich mir hab sagen lassen, ich weiß jetzt nicht, ob das gefixt wurde schon. Oh mein Gott. Ei beliebig, Milch beliebig. Ei beliebig. Weizenmehl und Ei. Wie geil! Draußen ist gerade. Es regnet Blätter, das sieht so cool aus. Ich will auch wissen, wie es von außen aussieht. Oh, ist das schön. Oh, von außen merkt man gar nicht, dass es so riesig ist. Nur unveredelt. Wow. Hallo, Eroshiva. Ich würde meine Kühe gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Amaranth? Ich habe noch nie Amaranth hier gesehen. Auch nicht. Ich könnte hier in der Stadt eine Bombe platzieren. Ja, super. Vor allem die Bombe. Die sieht wirklich aus wie so aus Bomberman geklaut. Ich vergesse mal die Katze, der Katze Wasser zu geben, weil du den Weg nach oben so zugebaut hast. Hab ich gar nicht. Doch. Das ist effizient. Das gehört so. So macht man das. Das ist Effizienz. Hallo, Wuso. Hallo, Darknet. Und wo ist Pupsi da? Hallo, Pupsi. Habt ihr schöne Eier gemacht? Die brauche ich jetzt zum Kochen. Ich muss jetzt kochen. Also nur unveredelt. Gut. Ja, dann hat sich das ja. Dann kann ich ja schon mal kein besonderes Geburtstagsgeschenk machen. Ich bin der schlechteste Freund ever. Oh, warum? Ach, es ist Mittwoch. Es ist Ruhetag. Hat Willi da auch Ruhetag? Ja, ne? Nee. Nee, das ist irgendwie unterschiedlich. Ah, ich komme nicht raus. Ah, doch, hier, sein Laden. Hühnchen, geh da weg. Danke.
Ja gut, das ist natürlich jetzt eine... Das ist natürlich doof. Ist schön mit dem Wind und den Blättern. So, heute gehe ich nochmal in die Mine, weil ich möchte... Bei dem tollen Wetter. Ja, ich möchte... Das Problem ist, ich möchte diese Mine mit... Ich möchte dieses rote Quarz endlich haben, damit wir die Lore benutzen können. Ja, das wäre so toll. Damit sind wir nämlich richtig Speedy Speedboy unterwegs. Ich dachte eigentlich, wir hätten auch schon ein Bündel irgendwie, dass wir das jetzt fertig machen können für sowas. Nicht? Nee, leider nicht. Also nicht komplett. Ja, ich dachte, irgendwie Bus oder so müsste jetzt dann auch langsam, aber... Nee, Bus ist ja das, da brauchen wir ja das Geld für. Ach, was hab ich dann? Warte ich schon mal. Da brauchen wir ja tonnenweise Geld, noch 35.000. Gewächshaus, Brückenreparatur, ey, Felsen. Schiff, ganz wichtig. Was? Ganz, ganz wichtig. Was? Ganz, ganz wichtig. Was? Neue Belohnung. Wo? In der Museum. Was gibt's denn? Irgendwie was, ein Zwergenübersetzer, aber sehr... Ich war gerade drauf und dran, meine Geliebte in die Luft zu sprengen. Oh nein! Warum? Was ist gemein zu dir? Lege einen für mich zurück. Okay, sie mag offenbar Kürbis. Oh. Hast du ihr einen Kürbis gegeben? Nö, aber sie hat mich gefragt, ob wir Kürbisse anpflanzen dieses Jahr. Ja, ich habe schon ganz viele. Kannst du mir einen zurücklegen für ihren Geburtstag? Ja, wenn die halt fertig sind, ne? Das ist ja nächste Woche, also von daher, das sollte doch... Ja, müssen wir mal gucken. Sollte ich weiß gerade nicht, wie lange die brauchen. Ich kann ein Spiegelei kochen, das mache ich jetzt. Spiegelei! Ah ja, was ich meinte hier, man meinte mal zu mir, dass im Multiplayer irgendwie Sachen im Kühlschrank nicht gespeichert werden. Also da müsstest du aufpassen eventuell. Ah, oh, ich kann mir heute die Königin der Soßen eine Wiederholung anschauen, weil ich es am Sonntag verpasst habe. Sehr gut. So, und ich gehe jetzt auf Stufe 100. Pfannkuchen weiß ich. Ich fight mich da hoch. Beziehungsweise runter. Ich verkaufe mal ein Spiegelei, weil ich wissen... Nein, eins, weil ich wissen will, wie viel das bringt. Und dann den ganzen Mais, weil den brauchen wir eh nicht. Und dann gehe ich den Sammy suchen. Ah, so ein schöner Tag. Jackpot. Gold-Jackpot, um genau zu sein. Oh, echt? Hast du eine Ada gefunden? Ja, eine richtig dicke. Kostet mich zwar jetzt einiges an Energie, weil Gold schwer abzubauen ist. Ohne die richtige Spitzhacke. Aber dann haben wir wahrscheinlich endlich das Geld, damit wir hier... Damit ich die Spitzhacke upgraden kann. Ja, das wäre natürlich Amethyst, super. Brombeerpastete, Kugelfisch? Oh. Und einen würzigen Aal. Okay, gut. Also Kürbis ist auch gut. Aber den Kugelfisch habe ich ja gekauft. Ja, den habe ich auch schon längst ins Bündel gepackt. Also der ist... Ach so, okay. Der gehört da schon längst zu seinen Bündelfreunden. Ah, perfekt. Zwergische Schriftrolle. Sam, wo steckst du? Ich habe eine Cola für dich. Weißt du, bei mir ist das Praktische. Amethysten finde ich überwiegend in Höhlen so oder so. Mhm. Also gebe ich ihr die einfach. Quarz, ich bin voll. Ach, shit. Ja, aber ich sehe halt den Sam irgendwie nie. Ich weiß nicht. Ah, der ist in der Arbeit. Noch eine Bombe! Oh Gott. Ich habe jetzt zwei Bomben. Schase sprengt alles in die Luft. Ich hab alles in die Luft. Oh, ich habe ein Event mit Sam. Cool. Cool. Oh, der macht coole Tricks mit seinem Skateboard. Hey, was hast du hier zu suchen? Das ist ein Privatgrundstück. Wow. Oh nein. Ich, tut mir leid. Na! Die Jugend heutzutage. Hin und wieder frage ich mich, ob diese Stadt nicht in Untergang geweiht ist hier. Privatgrundstück! Ach, der alte Sack, oder was? Der uns den Hof, glaube ich, empfohlen hat, ist das sogar. Der Bürgermeister.
Oha. Du hast alles gesehen, Hiroshima. Was sagst du dazu? Ah, Frechheit hier. Frechheit! Sie haben recht. Sam sollte privates Eigentum respektieren. Geben Sie nicht Sam die Schuld. Er kann sonst nirgendwo fahren. Ich halte mich da raus. Geben Sie nicht Sam die Schuld. Er kann sonst nirgendwo fahren. Ich finde, wir sollten hier einen Skatepark errichten. Klingt cool. Ganz genau. Wenn es einen Park im Ort gäbe, könnte ich dort rumfahren und jeder wäre glücklich. Ich dachte, du wärst etwas reifer, Hiroshima. Sam, es tut mir leid, dass ich etwas laut wurde. Ach, deine Zukunft nicht zu beschäftigen, hä? Hier, alles dreckig. Mach das ja nicht kaputt. Tschüss. Ja, ich verspreche es. Aber hast du den Trick gesehen? Das war der Hammer. Wieso haben wir beide solche Troublemaker? Der Trick war super. Weißt du, meine fragt mich, kannst du jetzt meine Haare hier bitte aus dem Busch wehren? Und dann frage ich mich, was haben wir im Busch sowieso gemacht? Aber das ist eine Story für einen anderen Tag. Ja. Oh, du bist 100.000 Schritte gegangen. Oh, Tatsache. Nicht schlecht. Oh Mann. Ich liebe meine neue Küche. Aber das heißt, ich müsste meine ja... Ich weiß gar nicht. Unsere Küche. Ja, oder kann ich mein Haus denn auch ausbauen? Ich glaube nicht, weil ich das Haupthaus habe. Eben, ich glaube, da ist so... Aber ist schon okay. Das ist auch dein Haus. Ich bin sowieso schlecht im Kochen. Oder so. Alter, jetzt finde ich denn schon normale Bomben. Noch eine Bombe. Okay. Ich bin noch ein bisschen Holz hacken. Wow. Okay, Angriff der Killersteine. Noch eine Bombe. Oh Mann. Noch eine Bombe. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Umwelt. Vor allem oh, die Dinger ist ja gar haben, kein Holz. Die Dinger haben einen echten mächtigen Explosionsradius, davon mal abgesehen. Hast du es ausprobiert? Oh ja. Oh Gott. Ich probiere es auch jetzt nochmal, weil ich habe jetzt vier Funktionieren Stück. Funktionieren die überall? Ja, in der Stadt auch. Oh, scheiße. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Mhm. Ich muss wirklich offscreen gehen, weil mich die Explosion sonst miterwischt. Oh. So heftig ist die. Finden wir vielleicht irgendwann noch Waffen und so, und dann sind hier wirklich die Soldaten bei uns und dann müssen wir uns verteidigen. Ich hab Bomben, also. Ja, deswegen behalt sie mal. Da sollen diese Kommunisten-Schweine ruhig kommen, jag die in die Luft. Bombenstimmung hier. So, eine Etage. Ein Baum. Eine Etage noch, dann sind wir auf 100. Oh Mann. Allerdings gibt es hier so viel Stein. Und so viel Zeug generell. Mhm. Ich will die Pflaume eigentlich nicht abgeben. Oh, also nicht essen. Hier sind ja die Hüte. Glücksbringende Schleife. Ach, wie süß. Gute alte Kappe. Gänseblümchen. Man kann sich für 1000 ein Gänseblümchen für die Haare kaufen. Esse ich halt die Torte. So. Willst du ein Gänseblümchen für deine Haare? Nee, danke. Ich verzichte. Kostet nur 1000. Alter. Würde zu deiner Sturmfrisur bestimmt ganz gut passen. Wusch. Was? Wusch. Okay. Nee, warte, da unten war noch ein Smaragd. Jetzt, wo ich die Torte sowieso gegessen habe, kann ich auch die neu gewonnene Energie nutzen. Ja, die hat bestimmt nutzen. Viel gebracht. Mhm. Die macht fast komplett voll, also... Ach, krass. Also habe ich mir gesagt, jetzt kann ich das auch nutzen. Wie du da unten in der Mine sitzt mit der fetten Torte. Nom, 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 erstmal eine Torte. Ich bin extra mitgebracht.
Wirst du voll fett da unten und kommst nicht mehr raus. Ist ja nicht so, als ob ich wahrscheinlich Trilliarden an Kalorien verbrenne, indem ich hier um mein Leben kämpfe. Ja. Wahrscheinlich überhaupt nicht, nein. Habt ihr schon gehört, wenn ihr in der Mine arbeitet, das macht euch fett. Da rollt man dann rum. Oh shit, aber es ist schon spät. Ja, du solltest langsam kommen. Ja, aber ich bin jetzt fast fertig. Ich habe hier noch die Kisten und dann bin ich auf dem Rückweg. Ja, ich gehe jetzt auch hoch. Ach, hier ist noch ein Weg, den man noch machen kann. Okay, wenn ich Pech habe, klappe ich doch zusammen. Oh nein. Trotz Torte. Trotz Torte, ja, weil es so spät ist. Aber hier ist noch so, hier ist so gutes Zeug gerade hier unten. Aber dann haben wir halt wieder, also, na gut, wenn wir nicht so viel Geld haben, ist es nicht so schlimm, wenn einer zusammenklappt. Dann ziehen die ja auch weniger ab. Ja, schaust du halt mal. Aber wenn, dann bleibt gleich bis zwei. Meine ich auch, also wenn, dann... Ja, dann musst du es durchziehen. Dann muss ich durchziehen. Damit sich's lohnt. Ich muss jetzt eigentlich nur hoffen, dass ich wieder zurückkomme, so schnell genug. Ich gehe ins Bett. Ja, das schaffe ich wohl nicht mehr. Noch mein schönes neues Bett. Die hat, während ich geschlafen habe, das Bett ausgetauscht, ne? Ja, das musst du dir mal vorstellen. Sternenfallfrucht, aha. Was What the fuck? Los? Was ist los? Dein Verstand ist voller Gedanken an Fische. Meine Was? Maximale Gesundheit wurde erhöht. Was? Fische im Kopf? Wow! Okay. That was some fucked up shit, mate. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Nein! Bitte nimm mir nichts Wertvolles weg. Bitte nimm mein Geld. Aber nicht, was ich gefunden habe. Das ist alles so cooles Zeug. Okay. Also hast du nur Fische im Kopf. Was war das? Das Spiegelei hat aber nicht viel gebracht. Vor allem, ich mach die Truhe auf, hab realisiert, scheiße, ich bin eigentlich voll. Und auf einmal isst er das Ding und ich denke so, oh, auf einmal ist alles voller Fische. Ach so? Du hast da irgendwas gegessen? Ja. Okay. Du kannst, geh da mal runter. You need to eat that shit. So, was fehlt mir jetzt? Also nichts. Ich würde sagen, wir können noch 2 Tage spielen. Yeah. Ich sollte echt die... Oh Gott, ich sollte echt die Bombe wegnehmen. Oh, mein schönes, großes Bett. Schuldigung, dass ich die letzte Nacht gefunden habe. Oder wo es um mich hat er Taschen durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld mitgenommen hat. Pass besser auf, Linus. Gut, er hat also nur Geld mitgenommen. Gut. Oh, das ist gut. Ja, also Geld kann ich verkraften. Aber das Zeug, was ich gefunden habe, ist schon ziemlich gut, weil dadurch kriegt er das Geh ja locker wieder rein. Oh Mann. Ach, das sind die Kampfstiefel. Na, die kann ich doch verticken. Ich habe doch jetzt gerade bessere. Wow. Oh, ich kann das Bett gar nicht woanders hinstellen. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ich will da auch hin. Und das Essen, was du gegessen hast. Hau dich. Knall dir ein. Ich sag dir, das war der Trip meines Lebens. Ja, erstmal muss ich aber schnell gießen unten. Man verliert keine Items, außer meine Frucht war Energie ab. Ja, Energie ab habe ich gemerkt. Ich habe jetzt mehr maximale Energie. Das finde ich super cool. Das ist ja richtig toll. Das will ich auch. Ja, ich will auch nur, Fisch im Kopf haben. Statt Holz, das ist ein bisschen besser. Das habe ich, ey, wieso stand da bei mir? Du hast nur Fische im Kopf. Dieses Spiel belauscht uns. Ich behalte das mal alles überwiegend noch. Mal gucken. Oh mein Gott. Okay, man verliert keine Items, sondern nur Geld. Das ist echt gut zu wissen. Das ist okay, ja. Dann kann man echt mal einfach so einen Tag durchballern und sagen, so gut. Dann kostet das jetzt vielleicht mal ein bisschen was, aber mein Gott. Ich weiß, wann man Items verliert. Wenn man drauf geht. Ja, wenn man drauf geht, stimmt. Ja. Wow.
so witzig. I can taste color. Oh, wie geil. So. Dann gehe ich jetzt mal in die Mine und suche das, was du da gerade gegessen hast. Meine Lieblingsfarbe ist 12. Okay. Achso, ich habe ihr schon. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass meine linke Hand zu einem gigantischen Etwas wurde. Lippe oder so. Bedeutet das irgendwas? Abby, ich hoffe, du denkst noch gleich über mich nach dem, was ich dir zu erzählen habe. Ich schmecke Farben. Kuhvergnügen. Das hört sich Zahlen so falsch essen. An. So falsch. Job hier. Geh bloß nicht in die Mine. You don't have any of that shit. Spiegelei brauchen wir nicht für ein Bündel, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nämlich Spiegelei gekocht. Wow. Hashtag Kuhvergnügen. Ich sehe die Welt mit anderen Augen. Okay, welche Ebene war das? Die letzte. Okay. 100. Ja. Ich hab's noch geschafft. Ich hab eine Sternfallfrucht. Oh Gott. Ja, ne? Oh mein Gott! Okay. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Kartoffeln. Deine Gedanken sind voller Kartoffeln. Ich bin auch so sauer. Ey, da hab ich ja noch Glück gehabt. Ja. Oh Gott, okay. Kartoffeln. Heißt das jetzt, du bist ein Kartoffelkopf oder was? Ich glaube. Oh nein, wieso Kartoffeln? Wahrscheinlich habe ich am meisten mit Kartoffeln zu tun gehabt und du am meisten mit Fisch. Ist das, was ich am höchsten Level habe? Oh nein. Warte, was ist das für eine... Wieso habe ich die nicht aufgemacht? Das war trippy, ne? Digitiert zu Kartoffelschieber. Hey, nenn mich nicht Kartoffelschieber. Ich sag ja, das trippy ist das. Oh Gott. Oh, ich hab Quarz. Ganz viel. Ich hab aus einer Keine Kartoffeln. By the way, ich hab aus einer Geode das rote Quarz gezogen. Cool. Bessere jetzt... Geoden. Ja, diese Magma-Geoden. Mhm. Sehr gut. Wow. That's some shit, mate. Ach ja. Das war echt merkwürdig. Meine Gedanken sind voller Kartoffeln. Meine sind voller Fisch. Also wenn wir unsere Gedanken zusammentun, haben wir ein gutes Mittagessen. Ja, das stimmt tatsächlich. Oh, hier ist so ein Uga Uga. Uga Uga Uga. Bist du jetzt da in Stufe 100? Ich bin da jetzt runter, ja. Oha. You better watch out. You better watch out. Noch ein Uga Uga. Hallo. Hallo. Ich hab ja jetzt hier so ein Superschwert. Oh mein Gott, was ist das? So, was ist das für ein komischer Schatten? Mann. Eine Haselnuss. Und schon... Bomberman. Ah! Oh mein Gott, ich sterbe. Ja, ich sollte gehen. Ich sag ja, Besuch. Oder essen. Ich esse. Ich esse lieber als gehen. Ich esse mein Spiegelei. Oh, by the way, Spiegelei. Ich sehe doch, wir brauchen Spiegel. Ein Spiegelei doch für ein Bündel. Echt jetzt? Ja, Tatsache. Ich gehe die gerade mal durch. Fast. Ich gehe die gerade noch mal so ein bisschen durch, deswegen.
Hierfür brauchen wir eine gefrorene Geode. Shit, die habe ich letztens erst aufgeknackt. Ah. Ja, Mai. So, aber... Yes. Wo ist es? Wo ist das Erz? Hier. Bündel komplett. Bündel komplett. Aua, aua, aua. Du, gell? Ich hack dir deine Füße ab, du Mistviech. Wow. Ja, geil. Und schon noch ein Trip. Was? Wir sind noch die Junius-Hüter der Waldeswald. Puff! Wow. Lebst du noch? Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, ich höre Farben. What the... What the fuck? Oh, eine Bleiroute, wie nett. Was machst du mit der... Huch! Oh, jetzt haben wir hier einen Stern, weil wir ein Bündel komplett haben. Was ist das? Kann ich das haben? Inventar voll. Achso. I am not was insane. Haben wir? Wir haben einen Stern in der Hütte. Also in der Gemeinde. Da, einen Stern haben wir da. Ein Stern? Cool. Ja, weil wir einen Raum komplett fertig haben. Ah, sehr schön. Und jetzt haben wir hier Musik, die nach Rot schmeckt. Ich hab ne Bombe! So, funktioniert das jetzt? Wahrscheinlich morgen. Oh Gott, das ist so ein abgefahrener Tag. Ja. Shit, kein Platz mehr für Pilze. Die Schmiede hat jetzt schon zu, ne? Ja. Ja. Fuck, muss ich morgen nochmal hin. Morgen. Und es dauert dann noch ein paar Tage. Oh mein Gott. Okay. Aber ich bin gleich auf 105 und dann gehe ich heim. Okay. Hat heute ganz gut gepasst eigentlich. Das ist so weird. Ah, da kommen gleich zwei Leitern. Okay. 105. Tada. Ich gehe heim. So. Ach so, ich habe, glaube ich, was in der Kiste, gell? Nee, habe ich nicht. Yep. Oh, Wahnsinn. Was für ein Tag. Ich gehe jetzt ins Bett. Ach, ich schenke vielleicht dem noch was zu essen da oben. Habe ich irgendwas? Eigentlich habe ich gar nichts. Das Spiegelei könnte ich noch abgeben in der Gemeinde. Alter, der gesamte Tag ist voll durchgezogen. Ja, voll. Kartoffel. Kartoffelfisch. Kartoffel, Kartoffel. Fisch. Kartoffel. Das Spiel ist sehr schnell sehr merkwürdig geworden. Ja. In welches Bündel muss das Spiegelei? Ich meine, Alter, das am Brett. Dass wenn du reinkommst. Ich dachte es mir fast beim Koch, oder? Ja. Ja. Und wenn du dann nämlich hier mal zum Kamin gehst, siehst du, dass da jetzt ein goldener Stern ist. Ach, Ahornsirup will der auch. Beim Kamin? Ja, geh mal zum Kamin. Kamin. Was ist das denn jetzt? Nee, das ist der Ofen, das ist nicht der Kamin. Da ist der Kamin. Oh, cool! Weil wir den im Ofen fertig haben, den Dings. Was ist denn das gewesen mit dem Ofen? Eigentlich die Lore. Oh, cool! Das heißt, was passiert dann jetzt? Wir können die Lore nutzen. Kartoffelfisch. Zeig ich dir gleich mal. Sehr cool. Ich muss nur gerade erstmal. Mein Kopf ist gerade überall. Hallo, Wanna. Schön, dass du wieder da bist. Dann musst du was essen, wenn du Hunger hast. Ich empfehle Kartoffeln. Kartoffeln. Hallo. Brauchen wir eine Krabbe oder kann ich die da reinschmeißen? Kann da rein. Wie viel Gold haben wir? Schwarz behalte ich mal. 8 Goldbarren. Ach, legen wir es mal dazu. Rubin packen wir mal rein. Genau wie das hier. Diamanten packen wir auch mal rein. Ach, wir haben ja noch eine Melone. Die muss auch oben in das Bündel. Ah.
Warte mal, die habe ich ja auch gemacht. Könnte ich auch nicht abgeben. Also. Swoop. Oder kann ich damit irgendwas anfangen? Kann ich die lesen jetzt? Nö. Also. In die Tonne. Ich schmeiß mich hin. So. Ich muss noch was verkaufen. Mehr Energie haben ist ja auch cool. Ach, das kommt hier noch rein? Ja, voll. Aber bei mir liegt es an den Kartoffeln, dass ich jetzt mehr Energie habe. Ja, bei mir muss es am Fisch gelegen haben. Das ist so blöd. Alter, das Spiel ist okay. Echt sehr schnell sehr merkwürdig geworden. Ja, oh, ich hab die Hühnchen heute vergessen. Dann sind sie mir morgen wieder beleidigt. Ja, noch hast du ja Zeit. Ja, aber die pennen schon. Ich kann sie nicht wecken und streicheln. Oh, ja, dann sind sie halt morgen beleidigt. Ja. Ist immer ganz schlimm, wenn das Darknet mir beleidigt ist. Ja, das ist ein Problem. Ja. Das wird dann richtig fies. Also wirklich sehr unschön. Oh Mann. Ja. Oh Gott! Ich habe wirklich nur Kartoffeln im Kopf. Süß. Minenarbeit Stufe 3. Plus 1 Spitzhacken-Effektivität. Ich habe jetzt einen. Ich kann einen Bergarbeiter-Leckerbissen machen. Das ist ein Lolli. Einen Tag konnten wir jetzt noch, ne? Ja. Okay. Dann zeige ich dir jetzt, wie das mit der Mine ist. Das wäre ja fies wieder sonst, oder? Na, einen Tag kommen schon. Das wäre wieder voll der Cliffhanger hier. Das will ich jetzt auch sehen. Ja, warte mal. Ich muss sowieso zur Schmiede heute. So, die Goldbahn haut mal in die Truhe. Da können wir verkaufen. So viel Gold brauchen wir unmöglich. Ja, stimmt auch wieder. Kann ich jetzt was kochen? Ach, ich kann da Sachen in den Kühlschrank legen und das kann kaputt gehen, oder wie? Ja, irgendwie, das soll aktuell noch ein Bug sein im Online. Okay, dann lege ich da nichts rein. Dass da Sachen schlecht werden können. Oder, nee, dass Sachen nicht schlecht werden, sondern dass die einfach verschwinden oder so. Aber ich mache uns noch mal ein paar Spiegeleier. Die sind nämlich super, wenn man in die Mine geht. Die sind super. Super sind die, du. Super. So. So, ich nehme auch gleich mal. Ah, das ist so schön. Ach, benötigt ein Kohle. Okay, dann lege ich das jetzt einfach hier rein. So. Okay. So. Hey, yep. Dann komm mal mit, Jo. Auf geht's. Oder hast du erstmal Hühnchen sonst, bevor es vergisst? Ach so, ja, das muss ich alles noch machen. Aber auch gießen und so, also es dauert ein bisschen. Ja gut, dann mache ich so lange meine Routine. Okay. Dann erst Routine und dann dahin. Oder du gehst gleich... Ahornsirup fürs Bündel. Ah, nice. Oh ja, jetzt sind sie mir beleidigt heute, weil ich gestern nicht da war. Beleidigte Hühnchen. Und ich habe nur ein Ei bekommen, deswegen... Könnte mir jemand eine super Seegurke bringen? Ich habe noch nie mal eine normale Seegurke gesehen. Was war das? Da waren gerade Augen in der Hundehütte. Hallo MC. Was? Ist da ein Hund drin? Den sieht man nur nie. Das waren Augen. Wahrscheinlich nichts. Der Lolli ist ein lecker. Ja. Nee, ich glaube auch. Oh, ich habe Mais. Melone hätte ich auch noch. Ich glaube, ich nehme mal alles für das Bündel gleich noch mit. Und der Senfkohl ist fertig. Ja, perfekt. Oh, schön. Ich kann schon abernten. Okay, habe ich schon. Alter, ich habe jetzt schon 7 Herzen bei Abigail sogar. Cool. Und jetzt, wenn hier der, Dings, wenn hier Geburtstag ist, das scheppert nochmal richtig dann. Mhm. Nein, nein, nein. Okay, da mag jemand keine Pflaumen. Aber sonst zur Not, du kannst es auch selber rauskriegen. Geh mal, wenn du fertig bist. Du weißt, wo der Bus ist, ne?
Ja. Geh mal zu dem Bus und dann da oben, wo diese Lore ist, ne? Wo stand außer Betrieb? Ja, da war irgendwie mal was, ne? Ja, dann sprech mal gleich mit dieser Lore. Mit der Lore soll ich sprechen? Ja, und dann der Rest, den dürftest du selber verstehen können. So, jetzt bin ich eh fertig. So. Ich verkaufe noch das Ganze, was ich gerade geerntet habe und... Genau, ich werde jetzt mal dazu sorgen, dass wir eine Kupferspitzhacke kriegen. Also, sorry. Perfekt. Sorry, dass wir jetzt hier mal ein bisschen... Ach so, und... Ach, jetzt, ich hätte vorher die Geoden mal aufknacken sollen. Na, egal. So, und dann nehme ich noch die Melone mit, weil die muss in das Bündel. Genau. Weil mit der Lore können wir uns jetzt auch, einiges an das Zeug auch, sparen. Das auch. Warte, ich hole meine Angel jetzt. So, ich gehe erstmal hoch, ich bin viel zu neugierig. Ja. Und jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass ich die Lore auch benutze, weil damit sparst du echt einiges an Zeit. Okay. Ah, hier oben, da dampft was. Ja, genau. Wähle Reiseziel. Mine, Stadt, abbrechen. Mine? Aber man sieht gar nicht, dass ich fahre. Ja, das tut man leider wirklich nicht. Aber du kannst halt, hast halt jetzt einen schnelleren Weg von der Stadt zur Mine und überall hin. Das ist super praktisch. Vor allem zur Mine ist es praktisch, weil du keine 2 Stunden mehr brauchst, um da hinzukommen. Oh Gott, ja. Ja, super. Dafür haben wir die Mine weiter... Zeug gebraucht. Sehr cool. Häuslich praktisch. Da, wo ich hin will, muss ich aber trotzdem noch laufen. Ja, alles hat man leider nicht. Ja. Aber meine Güte, ich meine, allein die Strecke ist schon, finde ich, gut. Voll gut. So. Also, dann machen wir hier noch das Bündel fertig. Ach, das ist ja toll. Kartoffeln dauern mir zu lange zum Kochen. Oh. Und jetzt kann ich nämlich einfach schnell von hier aus zur Abenteuergilde und da den Zeug verkaufen. Stimmt, und da aus das ist ja echt gut. Und von da aus in die Stadt wieder, um angeln zu gehen. Ach, das haben wir schon. Ja, perfekt. Also diese Lore ist... Oder ich gehe einfach hier angeln. Ich fahre gar nicht erst runter. Ah, halt, stopp. Ahornsirup. Habe ich. So, jetzt fehlt nur noch eins hier. Halt, stopp. Und Winter und Herbst haben wir hier noch. Da fehlt noch eine Haselnuss. Okay, ich habe noch keine gesehen hier irgendwo. Der Bounce. Meine Gier nach der Truhe war zu hoch. Warum? Ich habe deswegen Fisch vergeigt. Oh. Ach, scheiße. Hier hätten wir... Aber nur mit Sternen. Ja, okay. Ich glaube, da hatten wir eh noch keinen. Kartoffel. Oh, wir brauchen noch eine Kartoffel. Grüße. Oh, hier brauchen wir ein Ei. Ah, nee, ein Entenei. Und große Eier. Okay. Hör, wieso machst du gerade Geld? Weil ich alte Ausrüstung verkauft habe. Ach, cool. Und ich sollte mal... Warte mal, ich pack das mal alles ein bisschen anders. Hier gehört die Melone rein. So, zack. Oh nein! Doch! Ah! Huh, Glück gehabt. Hui, 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 hui. Ich sollte echt nicht mit dieser Bombe rumlaufen. Das geht irgendwann noch in die Hose. Ah, wobei, heute ist ja auch der Zigeunerhändler da, ne? Ja. Nee, den Bus haben wir noch nicht. Nee, da brauchen wir jetzt eine Menge Geld für. Ja. Und ja. Ich bin froh, dass wir jetzt die Küche haben. Oh ja. Das ist schon echt cool. Ich gehe mal gleich zum Zigeuner hinter. Der sollte heute ja eigentlich da sein. Ich wollte sowieso mal wissen, wo die ist. Die Person, Dinge. Beim Zauberer. Mhm. Herbst. Und auf einmal ist Fischen wieder ein bisschen easy. Mhm. Ja, interessant. Ja, im Sommer sind die echt aggressiv, die Fische. Sind sie da stärker? Irgendwie ja. Ich glaube, die sind einfach dann lebendiger. Mhm. Ach, hier braucht man auch Ahornsirup. Okay. Dann weiß ich Bescheid für das nächste Mal. Ich glaube, die Fische brauche ich auch wieder für ein Bündel. Ach, okay. Das hier auch.
Äpfel? Wo kriege ich denn Äpfel her? Vielleicht im Winter? Oh, wo kriege ich denn eine Hasenpfote her? Von einem Hasen? Arme Hase. Soll ich jetzt noch auf die Jagd gehen oder was? Okay. So, so. Beim Zauberer. Okay, passt. Ach hier, tatsächlich mit dem Schwein. Da ist ein Hase. Den jage ich mir. Nicht gießen. Blumen, nicht den Hasen Tomate. Gießen. Heu mit der Schaufelenz über den Kopf. Auch die Pfote. Oder mit dem Schwert. Nee, das geht nicht. Sammelvogelscheuche? Sammel sie alle. 4 von 8. Was? Sammel sie alle. Komm und schnapp sie dir. Nee, da beim Vogelscheuche. Zigeuner. Beim Zigeuner ist heute nichts. Gut, geht halt hier mangeln. Bin ich ein bisschen näher an zu Hause. Oh. Oh, wo ist der denn? Ist der gar nicht da? Machen wir mal wieder das, was ich am besten kann. Dumm rum, Ammeln. Mhm, da wollte ich hin. Stadt. Ach, das ist voll cool. Ist es echt? Das ist praktisch wie sonst was. Ja, voll. Liebe es. Warte, ich gehe noch. Ich mach noch mal. Ich glaube, ich habe nämlich hier für Fische für Bündel noch. Jetzt Herbstfische. Herbstfische, das klingt auch total doof. Herbstfische? Ja. Die herbstlichen Fische. Kannst du auch als Deko verwenden. Aber ich habe in der Truhe gerade noch Holz gefunden, also schon cool. Sehr gut. So, ich glaube, das andere Zeugs kann ich jetzt noch verkaufen, weil das musste ich in kein Bündel stecken. Okay. Ich wünsche mal, das gäbe mal so eine Option, wie du das checken kannst, wenn du unterwegs bist. Was du für Bündel brauchst und was nicht. Ja, das ist so unübersichtlich. Ich habe immer Angst, dass ich alles einfach sinnlos verkaufe, wenn ich das am Ende noch brauche. Ja, ich auch. Aber ich will auch nicht jedes einzelne Teil jedes Mal wieder nachschauen. Das ist irgendwie so blöd. Ah, hier, der, wusste ich's doch. Teichfische. Ich glaube ja. Ich habe ja Gewächshaus gelesen bei den Bündeln. Ich glaube, dass dieses Teil, was neben unserer Hühnchenfarm ist, dass das das Gewächshaus dann ist. Das wäre natürlich auch total cool. Glasaugenbarsch. Nachtfischen. Nachtfischen? Ja, die Frage ist, wo nachts? Jetzt, oder? Ja. Wo? Jetzt? Ist es egal? Wo? Hauptsache es ist dunkel? Ja, ich denke mal. Also jetzt ist es dunkel. Ich versuch's mal gleich bei uns am Wasser. Ja, das mache ich auch gerade. Ich angel. Da ist man immer noch am nächsten am Bett auf einmal. Ich habe Treibholz geangelt. Geil. Ja, wenn ich angel, weißt du, ich bin so schlecht. Was ist denn, Angel? Oh. Wow, das war frame perfect. Ey, wieso klappt das nicht? Und eine Brasse. Ich glaube, ich bin hier falsch. Zum Angeln. Mit dem Angeln? Ja. Ja, das ist immer so eine Sache. Das muss man ein bisschen leveln, dann geht das besser. Habe ich nicht das Level zu. Ah. Offenbar ist Nachtfischen nicht nachts hier gemeint. Oh, nein! Bah. Diese Geräusche eines anderen Anglers.
Ja, das verwirrt mich auch gerade. Also hier ist keine gute Stelle irgendwie. Wenn wir das nächste Mal wenn wir das nächste Mal wieder zocken, angel ich aber wieder mehr. Ja. Ich meine, ich habe jetzt eine Menge. Aber du hast doch jetzt schon nur Fische im Kopf. Ja, deswegen. Ich habe eine zerbrochene Brille geangelt. Sehr gut. Was angel ich denn hier für Scheiß? Hast du unser Gehege erweitert? Nee, das war schon immer so groß. Nee, das habe ich nicht erweitert. Oder? Nee. Also ich habe es mal erweitert, aber... Ich gehe jetzt ins Bett. Das Angeln hat hier für mich absolut keinen Sinn. Es ist eh schon eins. Passt schon. Ja, ich gebe jetzt noch mein Zeug ab. Und dann... Ja. So. Donnert der nächste Tag. Ah, ja, und dann sag ich eigentlich, da ist die Brille gelandet. Ja, ich denke, dann kann ich eigentlich jetzt schon sagen, ja, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und das war's. Und ich habe nur Kartoffeln im Kopf. Ich habe nur Fische im Kopf. Und ich habe Hofarbeit Stufe 6 bekommen. Alter, 4500. Ich kann Effektivität, Hackeneffektivität, ich kann einen Hartholzzaun bauen, eine Käsepresse machen und endlich den Qualitätssprinkler. Mein Gott, endlich. Ein Hartholzzaun, yay. Das heißt, wir haben endlich mal Verwendung für Hartholz. Ja, aber ich habe, also wir können halt Mauer oder Hartholz bauen jetzt eigentlich, beides. Praktisch. Aber Hartholzzäune finde ich auch schön, ja. Ja, doch. Passt. Sehr gut. Gut, also dann. Wie immer vielen Dank und bis demnächst. Bye. Tschüss. So. Ich gehe direkt schnell mal raus, damit das hier nicht mich auffällt. Damit ich nicht aus Versehen weiterspiele. Ja, ich muss mich jetzt auch zurückhalten. Ich werde aber wahrscheinlich noch weiter streamen. Ich weiß nur nicht was. Aber ja. Ja. Das, ich muss jetzt... Geiles Spiel einfach.